zu unserem heutigen Spiel in der Oberliga der Herren Hamburg-Schleswig-Holstein hier aus der Halle Mönckeberg. Mein Name ist Jorvik Olde, ich bin heute Ihr Kommentator und bei mir zu Gast als Co-Kommentator ist Finn Erik. Finn, stell dich doch mal vor. Ja, moin, ich bin Finn. Ich hatte selber hier, ich glaube, knapp 10 Jahre oder 12 Jahre Handball gespielt. Ja, leider mittlerweile nicht mehr so aktiv und freue mich aber immer noch, ja, zurück nach Mönckeberg zu kommen und das Spiel heute zu moderieren. Danke, Finn. Wir schauen heute das Spiel HSG Mönckeberg-Schönkirchen gegen die HG Hamburg-Barmbek. Und im Vorfeld habe ich tatsächlich schon mit dem Trainer von Mönckeberg gesprochen. Die haben sich tatsächlich gar nicht so auf Barmbek vorbereitet, sondern eher sich auf sich selbst konzentriert, da sie als Schlusslicht der Tabelle sich als Außenseiter sehen und damit den Status des Underdog ausnutzen möchten. Hältst du das für eine sinnvolle Strategie, sich auf sich zu konzentrieren und den Gegner einfach Gegner sein zu lassen? Ja, ich glaube schon. Also gerade in der Situation von Mönckeberg selber, die stehen jetzt ganz unten, hatten einen richtig schweren Start, hatten natürlich auch viel Verletzungssorgen, Ende der letzten Saison, jetzt zu Beginn. Ich glaube, Janda hatte sich auch verletzt, direkt das Band gerissen, soweit ich das gehört hatte. Morten Dahmke war auch nicht ganz fit zum Beginn der Saison, denn die Schröter-Zwillinge, also eine sehr, sehr schwierige Vorbereitung für die Mannschaft selber. Und von daher würde ich sagen, müssen die sich sowieso ohnehin erstmal darauf vorbereiten, dass die ja ihre Werte wieder verkörpern können, ihren Spielstil überhaupt erstmal in die neu zusammengewürfelte Mannschaft irgendwie zu bringen. Und daher ist es, glaube ich, erstmal sekundär, gegen wen sie spielen, sondern ich glaube, das ist viel wichtiger, dass da eine, ja, ich sag mal, gerade Struktur wieder einkehrt. Also hältst du das, so wie du es gerade gesagt hast, für genau den richtigen Ansatz? Fokus auf sich selber, Ruhe reinbringen und dann vielleicht mal die ersten Punkte mit nach Hause bringen. Du sagtest, es gibt einige Verletzungsfälle. Weißt du vielleicht, ob entsprechende Spieler mittlerweile wieder fit sind? Müsste ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Also ich weiß ja, dass Morten Dahmke, ich glaube, in der Halbserie oder nee, zum Ende der letzten Saison an der Hand operiert wurde. Ich glaube, denen geht es ganz gut, aber der war jetzt privat auch die letzten 2 bis 3 Wochen, ich glaube, verhindert. Ja, Janda leider, ich glaube, die ganze Saison verletzt. Die Schröter-Zwillinge auch noch am Laborieren der alten Verletzung, aber ich glaube, der Kern ist soweit wieder vereint. Aber wie wir schon sagen, also ich glaube, es geht darum, dass die sich erstmal auf sich selber konzentrieren und die ganzen Nebenbaustellen versuchen auszublenden. Und ja, also jeder wusste, dass es erstmal ums Überleben geht in der Oberliga. Und ja, von daher müssen wir mal schauen, was überhaupt mit Barmbek auf die Mönckeberger wartet. Barmbek steht an sich ganz stabil in der Tabelle. Also ich glaube, da haben sie schon Gegenwehr, die kommt. Mit 7 zu 5 Punkten sind sie mit dem 7. Platz jetzt nicht besonders weit oben, aber auch nicht besonders weit unten, sondern genau in der Mitte der Tabelle. Dahingehend können wir dort, glaube ich, zumindest von Barmbek erstmal einen vernünftigen Handball erwarten. Und Mönckeberg, naja, da hat der Trainer mir das eben selber schon gesagt, die Erwartungshaltung ist relativ beschränkt. Man kann also ganz frei Handball spielen. Wenn du dir jetzt die Spieler von Barmbek beim Warmmachen ein bisschen angeschaut hast, von welcher Position siehst du da die größte Gefahr für die Mönckeberger Jungs? Also erstmal grundsätzlich glaube ich zu Barmbek, die sind immer sehr robust aufgestellt, die spielen sehr klare Linie in ihrem Handball, nicht viel Geschnörkel, sondern die wissen ganz klar jeder, was der andere tut. Viele spielen ja auch schon einige Jahre dann gemeinsam, in Barmbek oder teilweise ja in Hamburg. Und ja, zu den einzelnen Persönlichkeiten muss ich sagen, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre irgendwie aus der Handballszene hier in Schleswig-Holstein raus. Aber mit Janis Timm auf Mitte und halb links haben die natürlich einen unglaublich starken 1-gegen-1-Spieler, der, glaube ich, auch unten in Konstanz 2. und 3. Liga-Erfahrung sammeln konnte. Denn die beiden Kaminski-Brüder auf der rechten Seite auch sehr gut ausgebildet, ja auch beide aus der Jugend vom THW. Mit dem einen durfte ich dann ja auch noch mal zusammen in Neumünster einmal spielen, ein Jahr. Wo ich natürlich auch leider nur ein Spiel absolvieren durfte oder konnte aufgrund meiner Verletzung. Aber von daher muss ich sagen, ich habe auch nicht den richtigen Überblick über die Barmbeker. Also sie sind sehr robust gebaut, eine sehr physische Truppe. Und von daher erwarte ich eine super stabile Abwehr. Und vorne muss man sich überraschen lassen, wie sie mit der Mönckeberger Abwehr klarkommen. Dankeschön. Janis Timm kenne ich tatsächlich auch selber. Der kommt aus meinem Heimatverein, nämlich ursprünglich vom MTV Herzhorn. Hat dort Handball spielen gelernt und ist dann eben losgezogen, höherklassig zu spielen. Und wenn wir uns jetzt die Mönckeberger auf der anderen Seite anschauen, die Jungs kennst du ja wahrscheinlich noch von früher und ein bisschen besser. Wo sagst du, liegen die Stärken der Mönckeberger?
sind die jetzt besonders rückraumstark im Angriff oder dann doch eher gut da drin, den Kreis anzuspielen? Und in der Abwehr, ist es eine offene, schnelle Deckung oder hinten im Verbund stark stehen? Ja, die Mönckeberger kenne ich, glaube ich, ganz gut. Also durch meine 12 Jahre hier in Mönckeberg habe ich, glaube ich, mit den meisten mal irgendwann mal zusammengespielt. Ja, ich glaube, so ein bisschen bei Mönckeberg ist das Problem gerade, dass sie sehr, sehr viele gute Individualspieler haben, sich aber noch ein bisschen an die Physis der Oberliga gewöhnen müssen und noch nicht so richtig das Konzept, glaube ich, des Trainers verfolgen. So, beziehungsweise wir ja auch schon darüber gesprochen haben, dass sie mit vielen Verletzungssorgen irgendwie zu tun hatten. Individuell gesehen sind die alle sehr, sehr gut ausgebildet. Gerade zum Beispiel Künsten, der hat ein feines Händchen auf links außen. Die Schröter-Zwillinge, die beiden kennen sich ja blind. Die spielen auch schon, ich glaube, seit sie überhaupt auf der Platte sind, gemeinsam. Mit Morty haben sie, glaube ich, Morty und Jonas auf halb links und halb rechts haben die natürlich jetzt zwei ganz gute Shooter, die man aber auch ins Spiel bringen muss. So, und das war so ein bisschen das, was Mönckeberg die letzten Spiele in der SH-Liga nicht geschafft hat. Und zu Beginn dieser Saison scheinbar auch nicht. Ihre halb linken oder halb links und halb rechts so ein bisschen ins Spiel zukommen lassen. Am Kreis natürlich eine große Schwäche durch Sascha Tamm. Der hatte sich ja, glaube ich, das Kreuzband in der letzten Halbserie dann gerissen. Grundsätzlich alles sehr, sehr gute Individualspieler, auch mit Janne Gliedke am Kreis oder Torben Hinsch auf rechts außen, der aber auch lange nicht gespielt hat. Ich kann es gerade nicht einschätzen, weil alle sehr gut individuell, aber da muss natürlich auch viel zusammenpassen, um jetzt gegen Bambik, gegen so eine so robuste Truppe, heute Punkte zu holen. Dankeschön, und ich glaube, da habe ich meinen ersten Interviewpartner, ist das richtig? Moin. Dann Offizieller von Hamburg-Barmbek, Trainer, Co-Trainer. Ich habe jetzt gerade das nicht. Co-Trainer. Gut. Wie habt ihr euch heute auf das Spiel vorbereitet? Habt ihr akribische Videoanalysen durchgeführt? Habt ihr euch angeschaut, was sind die Stärken von Mönckeberg aus den letzten Spielen? Oder sagt ihr, wir stehen deutlich über denen in der Tabelle, das wird ein Selbstläufer? Gar nicht so, weil wir haben jetzt in den letzten 7 Tagen, das ist jetzt das dritte Spiel, letzten Freitag gegen DRK, jetzt Dienstag gegen Hamburg, da war nicht mehr viel mit vorbereiten. Klar, wir haben ein bisschen Video gemacht, haben die Stärken, vielleicht auch die eine oder andere Schwäche von Mönckeberg, und da wollen wir jetzt voll reingehen. Also wir fokussieren uns jetzt wirklich auf uns, weil dieses mit dem ganzen Video hin oder her, ne, das ist hier einfach was ganz anderes, niedrige Halle, viele Fans, es ist eng, es ist anders, wie es sonst ist, und da müssen wir einfach auf unsere Stärken, einfach an uns glauben und heute alles raushauen. Ich glaube, es wird ein sehr tolles Spiel, tolle Truppe. Auch unsere sind nicht schlecht, aber heute so mit richtiger Analyse waren gar nicht mehr. Ne? Wir gucken von Spiel zu Spiel, schauen dann, was der Gegner macht und werden dann versuchen, unser Bestes rauszuhauen. Das ist so ein Mittel heute. Ja. Dankeschön. Du hast gerade die niedrige Halle, die dichte Atmosphäre angesprochen. Das heißt, wenn die Mönckeberger heute ordentlich Alarm machen, kann das für euch dann also auch so ein Hexenkessel werden, dass das richtig unangenehm wird, hier zu spielen? Ja, definitiv. Wir haben schon einen Hexenkessel in Hürup gespielt. Das ist gefühlt noch enger, noch lauter. Das sind 150 Leute, die von der ersten bis zur letzten Minute rufen, buhen, machen. Das ist schon, da muss man auch mal die Konstante haben und das Ding dann auch mal zu schauen. Haben wir geschafft. Und ich hoffe aber einfach, dass wir heute mal den Bock umschmeißen. Nach 2 nicht so erfolgreichen Spielen das Positive rausziehen. Aber es wird nicht einfach, definitiv nicht. Und es ist egal, wie die Konstellation ist. Die Liga ist super ausgeglichen. An jeden schlagen. Flensburg schlägt Haas auch gestern. Uedersen gewinnt zu Hause gegen DRK. Also es ist Wahnsinn. Tolle Liga. Macht richtig Spaß. Deswegen schauen wir mal heute hier. Ne? Ich kenne das Gefühl, dass das Spaß macht. Ich durfte selber in meinen ersten Herrenjahren ganz kurz Oberliga spielen. Und das ist wirklich nochmal was ganz anderes als dann irgendwie Landes- oder SH-Liga. Von deinen Jungs, wo würdest du sagen, natürlich, man mag es über die eigene Mannschaft nicht sprechen, aber wo ist der größte Individualspieler, der für sich genommen das größte Potenzial mitbringt, auch in Szene gesetzt zu werden und dann abzuliefern? Ich glaube, das ist unser Rechtsaußen, Junior. Ich glaube, der hat so wirklich von dem Potenzial. Alle müssen jetzt wieder sich an sich mehr orientieren und nicht die anderen sehen, ob sie gut sind oder schlecht sind, sondern einfach, was sind meine Stärken und diese Stärken heute präsentieren. Und wenn jeder wirklich 150% gibt, wie gesagt, es wird, glaube ich, ein sehr enges Spiel und ich hoffe natürlich am Ende erfolgreich für uns. Ne? Also definitiv. Vielen Dank. Und wir sind jetzt hier auch schon weg und gehen dann ans Kommentatorenpult. Dankeschön. Keine Ahnung, nehmen wir den eben mit? Wir nehmen den eben mit. Einfach erstmal hier hin. Da kümmern sich die Jungs dann drum. Na du?
So. Ja, aber ich finde, du hast es klasse gemacht. Ging? Genau. Einfach aufsetzen. Da sind wir auch schon. Da sind wir auch wieder. Gerade frisch von der Mittellinie und jetzt hier am Kommentatorenpult. Für dich auch. Wir haben hier noch einmal den Chat aus dem Livestream. Wir sind ja live auf Twitch. Das bedeutet, die Leute können uns nicht nur zuschauen, sondern sie können uns auch schreiben, Fragen stellen. Wir können mit dem Chat sprechen. Und deswegen für die Leute, die im Chat sind und die auch Lust haben, jetzt was zu schreiben, wo kommt ihr denn her? Wo seid ihr gerade? Von wo aus schaut ihr zu? Und dazu noch, worauf freut ihr euch bei dem Spiel in der Oberliga hier jetzt am meisten? Kennt ihr vielleicht den einen oder anderen Spieler oder habt ihr irgendwelche Erwartungen an das Spiel? Ansonsten, jetzt wird es ruhiger in der Halle, wird gleich aufgelaufen. Zumindest passiert gerade noch nichts. Ah, Finn, solange wir jetzt hier noch ein bisschen Leerlauf haben. Wir haben hier ja die Mannschaftslisten. Wir können uns ja mal kurz anschauen, wie so der Altersdurchschnitt ist. Weil wir haben hier bei Mönckeberg viel Mitte 20 bis 30. Und wenn wir uns bei Barmbek das mal anschauen, da haben wir viele 2000er-Jahrgänge, also eine deutlich jüngere Truppe. Ja, genau. Also ich gerade zu den Mönckebergern, das sind ja sehr, sehr viele Leute, mit denen ich selber in der Jugend gespielt habe, beziehungsweise die dann irgendwie aus dem 96er, 97er Kader irgendwie bei uns reingerückt sind. Und da haben wir auch sehr, sehr viele Jahre zusammen gespielt. Damals waren wir dann irgendwie so die jungen Wilden, beziehungsweise haben da immer so ein bisschen den Ruf gehabt, sehr schnell einen Handball zu spielen. Und aber auch die sind jetzt alle so, ich sag mal, Mitte, Ende 20, wie du schon sagst. Und bin ich wirklich sehr gespannt, wie Mönckeberg sein Spiel angepasst hat und welche Strategie die heute verfolgen. Und ja, wie du schon sagst, bei Barmbek sehr, sehr viele junge Leute, ein paar Erfahrene, wie beispielsweise Janis Tim. Das macht natürlich unglaublich viel Spaß, so zu sehen, wie er jetzt die jungen Leute mit einbauen kann und gerade mit seiner Erfahrung aus der dritten Liga zu schauen, was er dort... Ja, wie die das denn umsetzen können. Auch ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen, für so einen jungen Kader, die Physis, die sie hinlegen. Also wird ganz spannend zu sehen, wie die beiden Teams sich miteinander verhalten. Ja, finde ich auch. Ich finde tatsächlich bemerkenswert, dass wir hier wirklich überwiegend 25 oder älter haben und hier dann wirklich nicht nur 2000er-Jahrgänge, sondern 2003, 2002, noch ein 2003er, noch ein 2001er, noch ein 2001er. Die Truppe von Barmbek ist im Schnitt deutlich jünger. Ja, genau. Und das, ich finde es halt auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass die sich trotzdem sehr stark in der Oberliga etablieren. Die sind ja auch dann noch gar nicht so lange im Herrenbereich. Und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Handball beschäftigt, der weiß, dass gerade ab der Oberliga, da wird es sehr, sehr körperlich. Und ich finde es sehr spannend und freue mich auch sehr darauf, jetzt mal zu sehen, was ist denn überhaupt nach meinem Jahrgang, beziehungsweise was ist denn jetzt so nachgekommen. Und ja. Und im Chat, Tronte hat auch schon liebe Grüße vom Westufer aus Kiel hier gelassen. Tronte, liebe Grüße zurück. Wir sehen uns bestimmt nochmal in der Wunderino Arena, in der Förder Arena in Kiel drüben, wenn der THW irgendwie spielt. Und da haben wir zumindest jetzt schon mal das erste Bild von der Halle selber. Die Spieler von Barmbek sind da und bestimmt laufen auch gleich die Spieler von Mönckeberg auf. Und dann werden wir uns hier vernünftigen, hochklassigen Handball anschauen. Hoffe ich zumindest. Das wäre ja doch wünschenswert. Und da laufen sie auf. Da haben wir sie. Okay. Geh mal zu Michel, sag ihm, der Ton ist weg. Okay, wir haben wieder Ton. Da gab es einen Wackelkontakt. Ich habe gerade mein Handy abgelegt. Ich dachte, ich war's. Nee, das war es nicht. Der Kollege von der Technik, der gerade versucht, die kleine Kamera mit Strom zu versorgen, hat einen kleinen Wackelkontakt an der Steckerleiste ausgelöst. Jetzt konnten wir gar nicht kommentieren, wie die Mönckeberger aufgelaufen sind. Ja, auch sehr interessant zu sehen, zumindest ein paar Spieler, mit denen ich selber gar nicht in Mönckeberg gespielt hatte, die da jetzt nachgekommen sind. Wie Jonas Brütt zum Beispiel, bringt natürlich auch eine gute Physis oder eine gute Größe mit. Also der wird sicherlich auch jetzt muss ich in den nächsten Jahren eine sehr, sehr gute Entwicklung für Mönckeberg hinlegen. Brütt da, Jonas Brütt, 22, wo ist die 22?
Dritte von hinten, glaube ich. Ich kann da nicht so richtig zählen. Ah, nee. Das ist die 77, das ist Nils Habekhorst. Genau, Nils ja auch selber aus der eigenen Jugend. Ich glaube, seit der D-Jugend oder so. Im da, ja, okay, der da. Oh ja, ein athletischer Kerl. Genau, oder auch Finn Lade bringt auch, glaube ich, seine fast 1,95 mit. Du darfst mit Namen mal nicht ganz so schnell, dann ich muss nämlich immer gucken, welche Nummer der hat und wonach ich dann schauen muss. Da, die 6. Gut, dann versuche ich jetzt die Nummern mitzunennen. Oh, das wäre fantastisch. Genau, Jonas Britt selber, der mit der 22 spielt ja auf der halbrechten Position. Den hatte ich selber in Neumünster nochmal miterleben können. Die zwei Spiele, die ich da absolvieren konnte, beziehungsweise die Oberliga-Luft, die ist er da schon gewohnt. Er war natürlich ein ganz, ganz junger Kerl da. Ich glaube, er ist aus der A-Jugend gekommen. Ich weiß nicht genau, woher. Segeberger Bereich. Und da war schon wirklich zu sehen, dass er unglaubliches Potenzial hat. Eine richtig gute Technik. Da hat ihm der Körper noch ein bisschen gefehlt, aber er sieht zumindest so aus, als ob er da ein bisschen zugelegt hat. Ja, ich finde auch tatsächlich, beide Truppen wirken nicht übermäßig stämmig, aber kräftig. Also eine gute Balance zwischen Muskelaufbau und Schnelligkeit. Das ist definitiv was man bei beiden Truppen beobachten kann, wenn man sich die ein bisschen mehr anschaut. Niemand ist wirklich spindeldürr oder übertrieben dick, sondern wirklich gut durchtrainierte Spieler. Man könnte sie Athleten nennen. Ja. Gut, und wenn wir mal hier noch. Viking Junior ist großer Fan von Linus Darmke. Und Dogfather German, Kreisliga 8. Ich weiß jetzt nicht, was du mit Kreisliga 8 meinst. Vielleicht sollte... wo haben wir das? Ist, keine Ahnung. Ich habe es erst für ein B gehalten. Nee, das hier ist die Oberliga. Hamburg-Schleswig-Holstein. Von oben runtergezählt wäre das die vierte Liga. Also gar nicht mehr so weit entfernt vom Profibereich. Das sind quasi die Amateure, die es noch als Hobby belassen möchten und nicht zum Beruf machen möchten. Das ist richtig, ja. Man könnte sie fast Halbprofis nennen. Ja, da befinden wir uns, glaube ich, eher in der dritten Liga dann. Bist du gerade bei der deutschen Nationalmannschaft im Handball? Bist du da im Bilde? Teil. Also ich sag mal, ich verfolge es noch, aber nicht aktiv. Satini Kui fragt, was wir zum Kader vom DHB sagen. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich außerhalb von dem, was ich produziere, gar keinen Sport gucke. Und entsprechend tatsächlich nicht viel zu sagen kann. Ich finde den Kader sehr, sehr spannend. Also es war zumindest jetzt auch mal an der Zeit, dass ein paar junge Spieler wie Nils Lichtlein, der ja auch eine sehr, sehr gute Saison in Berlin spielt, auch wirklich mal die Chancen kriegen. Also wir selber beschweren uns ja die letzten Jahre permanent darüber, dass nichts Neues in der Nationalmannschaft nachkommt oder junge Leute keine Chance kriegen, überhaupt den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu absolvieren. Und daher finde ich das wichtig, gerade auch jetzt mit Hinblick auf den, ich glaube, das war die U21-Europameisterschaft, die Deutschland gewonnen hat, dass man diese jungen Talente fördert und denen auch die Chance gibt, gerade in so Vorbereitungsspielen Spielzeit zu geben und zu schauen, wie die sich dann auch auf der internationalen Bühne präsentieren können, weil gerade sehr, sehr viele Spieler da noch gar keine internationale Erfahrung haben im Herrenbereich, weil sie auch in vielleicht kleineren Vereinen wie wer spielt denn da nicht an international, sind das nicht mittlerweile die ersten 8? Aber so wie in Wetzlar spielen oder auf jeden Fall außerhalb der internationalen Wettbewerbe. Und eine erste schöne Parade vom Torhüter von der HSG Mönckeberg-Schönkirchen. Das war Oliver Titzel, richtig? Nee, das war Jesko Usinger. Jesko Usinger, ja. Genau, sehr, sehr, sehr wichtiger Neuzugang. Der direkte Kontertreffer von Mönckeberg mit einem schnellen Gegenspiel. Ich glaube, wir sollten uns jetzt etwas aufs Spiel konzentrieren. Ja. Und die nächste Parade von Jesko. Da nimmt er direkt das zweite Ding. Ein starker Einstieg von ihm als Torhüter. Ja, unglaublicher Hühne, muss man sagen. Also ich kenne Jesko, der hat damals mit meinem kleinen Bruder in Mönckeberg angefangen, Handball zu spielen. Oh Gott, den hätte ich fast im Kopf gekriegt. Und, aber auch auf der anderen Seite von Benedikt Bo Asmus eine starke Parade. Und wir sind jetzt im Spiel drinne. Noch einmal zu deinem kleinen Monolog zum DHB-Kader. Satini Kui gibt dir dazu 100% recht. Ja, also das freut mich. Du scheinst da einen Nerv getroffen zu haben. Ja, das freut mich sehr. Nein, ich finde es super wichtig. Man sieht es ja auch gerade in Frankreich, in Dänemark. Da kriegen die Spieler unglaublich viel Spielanteile in jungen Jahren in auf einer internationalen Bühne. Und wir können das auch schönes gerne... Schönes Kreisanspiel. Das war schön. Das war ein schönes Kreisanspiel.
Und da hätte er viel früher die Finger von ihm lassen müssen. Also da, der war schon viel früher verloren. Genau. Und dann haben wir jetzt auch den 7 Meter. Der Schütze für Barmbek ist Jannis Timm, sehe ich das richtig? 25 Jahre, das ist Jannis Timm. Der einzige Spieler, den ich vom Gesicht erkennen kann. Ja, ja. Und der soll jetzt gegen Jesko antreten. Genau, unglaublich gute Technik, der Mann. Hat ja auch selber, glaube ich, bei DRK gespielt und halt in Konstanz. Und setzt den ersten auch problemlos. Ich bin wirklich froh, dich hier als Experten zu haben. Ich werfe dir einen kleinen Brocken hin, du kannst ganz viel erzählen, das ist fantastisch. Ja, das freut mich. Und Mönckeberg mit einem Tempo und direkt dem Anschlusstreffer. Schön gekreuzt, simple Auslösehandlung und mit hohem Tempo einfach die Barmbeker Abwehr komplett auseinandergenommen. Ja. Und das nächste schöne Kreisanspiel von Barmbek. Ja, sehr, sehr schnelles Spiel bisher. Also die geben sich da beide nicht sehr viel, da wird nicht viel gespielt, da wird einmal angestoßen bzw. gekreuzt und dann versuchen beide schon den Druck zum Tor zu suchen. Was meinst du, wie häufig werden wir da noch Kreisanspiele sehen von Barmbek? Sie haben jetzt die ersten beiden Angriffe direkt gemacht. Ist natürlich unglaublich verlockend, dadurch, dass Mönckeberg sehr, sehr offensiv steht und natürlich auch nicht die Größe hat, was mich so ein bisschen, oder beziehungsweise genau deswegen müsste ich es machen. Schön, da hat er ihn einfach stehen lassen. Ganz simpler Überreißer, 1-1 durch und da haben wir dann den Ausgleich von Barmbek. Das ist natürlich genau die große Gefahr, ne? Das sind natürlich riesige Lücken, zum einen für den Kreisläufer, wenn der sich richtig positioniert und zum anderen dann durch Barmbek, die natürlich sehr, sehr starke 1-1 auch vernünftig zu sehen sein. 1-1 Spieler haben, die dann da sehr, sehr leicht durchkommen können, wenn da nicht richtig verschoben wird, beziehungsweise richtig gearbeitet wird. Oh, sehr schön. Oh, gut. Schön die Lücke aufgemacht mit einem ganz einfachen Kreuz und über Tempo. Das wird ein sehr temporeiches Spiel. Das haben sie gut verteidigt. Da haben sie gut den Arm runtergekriegt. Ja, gut zugeschoben, muss man natürlich auch sagen. Wenn der Pass noch nach außen kommt, dann ist das schon die dritte oder vierte Chance innerhalb von nicht mal 4 Minuten, die auf dem Linksaußen gewandert ist. Ja, ich glaube, ich sag mal, die erste Halbzeit wird sehr temporeich. Ja. Dann die letzten 5 Minuten werden wahrscheinlich dann sich entscheiden, welche Mannschaft noch mehr Körner hat. Und dann wird sich die zweite Halbzeit wahrscheinlich in den ersten 10 Minuten entscheiden. Oh, ist jetzt mein Tipp erstmal. Ja, ich denke auch. Also das ist ja auch, ich glaube, wie wir schon drüber gesprochen haben. Und Mönckeberg ist für ein gutes Tempo bekannt. Haben natürlich auch diese ganzen kleinen, schnellen Spieler. Ui. Schön, einmal außen durch, gut hochgegangen. Richtig gute Bewegung. Und wir haben eben gar nicht auf das Kreisanspiel von Barmbek, das dritte, Bezug genommen, was auch für das dritte Tor gesorgt hat. Ja, genau. Ich habe den Namen vergessen, muss ich sagen. Von der 10. Genau, Mogner, 10. Robin Mogner, auch ein richtig guter Kreisläufer. Ich durfte ihn damals in Barmbek schon mal genießen, weil mein Zwillingsbruder selber hatte ein Jahr in Barmbek selber gespielt, da in der dritten Liga. Und von daher hatte ich dann mir mal 1, 2, 3 Spiele angeguckt und natürlich sehr, sehr gute Physis, aber stellt auch sehr, sehr gute Der hat Sperren. Einen Körper, der Junge, der hat einen sehr guten Körper. Also und er hat das Spiel verstanden, muss man ganz ehrlich sagen. Also er ist wirklich auch ein Kreisläufer, der sich in die richtigen Lücken stellt, aber auch weiß, wann er seine Richtung wechseln muss und wann er den Arm rausstrecken muss. Also da ist auf jeden Fall... Das war eine Sperre, die war wirklich... Das Bilderbuchsperre, Überreißer, keine Chance für die Mönckeberger Abwehr. Und gerade in solchen Situationen hast du natürlich sehr häufig, dass die Kreisläufer die Sperre stellen, dann den leeren Raum sehen und diesen dann dicht laufen. Und das war sehr, sehr schön ausgenutzt. Wir werden uns, glaube ich, noch ein paar Mal vor dem Ball erschrecken. liebe Fans, liebe Community von Sprungwurf TV, ihr müsst wissen, wir stehen hier in der Ecke. Man kann uns gerade ganz rechts im Stream sehen. Direkt am Eckpunkt. Und dahingehend, Pässe zum Außen werden immer dafür sorgen, dass wir ein bisschen zusammenzucken. Und wir haben gerade die nächste Bude von Mönckeberg unkommentiert gelassen. Und die nächste Parade von Jesko. Ja, natürlich fast 2 Meter groß. Der Mann deckt hier einiges ab. Auch richtig gute Entwicklung hingelegt. Also war, glaube ich, auch beim THW nochmal 2 Jahre in der A-Jugend. Und da hat er sich nochmal sehr, sehr gut entwickelt. Und ja, wie gesagt, ich kenne ihn auch schon relativ lange und ist auch ein Mensch, wenn der sich wohlfühlt, der unglaublich Leistung abrufen kann. Und das hatten wir auch schon die Saison, nicht letzte Saison, die davor gesehen, dass er sehr, sehr gut in Mönckeberg gespielt hat. Weil Mönckeberg auch für eine sehr, sehr gute Chemie bekannt ist, zumindest als ich hier war. Nein. Oh, sehr schön. Und das erste Kreisanspiel von Mönckeberg, aber eine unglaublich starke Parade von Asmussen. Der typische Torhüterkick. Immer wieder auch einfach eine gewisse
einen gewissen Unterhaltungsfaktor, wenn Torhüter das macht. Ja, sehr schöne Bewegung, deckt auch sehr viel ab. Großer Kerl. Was ist das eigentlich für ein Jahrgang? Wo befinden wir uns denn da? Asmussen 2003. Der Mann ist gerade mal 20 Jahre alt. Ja, genau, der ist letzten Monat 20 geworden. Also wirklich noch einer von den ganz Jungen. Selbst ich bin noch 2 Jahre älter als der, bald 3 Jahre. Er ist nicht jünger. Nee, der Rücken spielt auch schon nicht mehr so mit. So, und Mönckeberg wieder mit Tempo, einmal durchgetankt und ja, die erste 2-Minuten-Strafe gegen Barmbek. Ja, schön, aber das ist auch genau das, was in dem Falle Paul Schröder auszeichnet, sein sehr starkes 1-gegen-1. Macht es manchmal für die Nebenmänner sehr, sehr schwer, weil er sehr, sehr viel wühlt. Aber in dem Falle steht er natürlich gerade auch mit Bendix, seinem Zwillingsbruder, auf der Platte, die sich einfach blind kennen. Ich glaube, Bendix selber kommt ja auch aus einer langen Verletzung, aber es ist natürlich dann schön zu sehen, dass man irgendwie seinen Bruder an der Seite hat, der ihm dann da ein bisschen helfen kann. Und das Gemeine ist natürlich, der ist nicht so groß. Da hängst du schneller mal am Hals. Oh je, ist noch nicht so richtig der Tag von Finn Lade. Ich meine, er holt die Dinger da gut raus, positioniert sich gut, aber man muss das Ding auch im Netz sabbeln. Ein Moin auch zurück an dich, Kieskauer. Schön, dass du da bist. Kieskauer. So, und jetzt Barmbek wieder im Angriff, nachdem Mönckeberg am Kreis verworfen hat. Ja, wir merken ja jetzt schon so ein bisschen, dass es auch ein bisschen ruhiger wird, das Spiel. Also Mönckeberg hält das Tempo hoch. Barmbek versucht jetzt eher ein bisschen einen gesetzteren Ton anzuschlagen. Vielleicht auch, um Mönckeberg das Tempospiel zu nehmen. Dass sie immer erst wieder durchstarten müssen und nicht in einen einzelnen Flow geraten können, in einen einzelnen Fluss. Ja, genau. Hey. Und gut gehalten von Asmussen, gut gesehen von Schröter. Ja, das war freie natürlich Tor. Sehr riskant, ne? Er war schon auf dem Weg. Aber gut, manchmal hat man da auch nicht lange Zeit zu überlegen. Wenn man da die Lücke sieht, dann muss man draufhalten. Ja, gerade hätten sie hinten den Ball erobert, wäre das natürlich ein ganz klares Tor gewesen. Aber da die Barmbeker Jungs vorne die Bude gemacht haben, musste man erst bis zum Mittelkreis und hat dem Torhüter damit natürlich auch Zeit gekauft. Ja, genau. So, und Barmbek wieder mit einem eher ruhigeren Spiel. Wir hören auch relativ wenig, wenn Barmbek in der Halle ist. Höchstens die eigenen Kommandos der Mannschaft. Die Fans von Mönckeberg sind ruhig, wirklich komplett ruhig. Und sobald es wieder in Richtung Mönckeberg-Angriff geht, wird es wieder laut in der Halle. Ja, und da macht der Schröter die nächste Bude. Gar nicht groß irgendwelche Spielzüge, keine großen Tricks oder sonstiges. Gerade auf die Abwehr zu hochgehen, drüber schroten und das Ding zappelt im Netz. Ja, richtig schöne Aktion. Also mal schauen, wie lange das gut geht, beziehungsweise wann Barmbek anfängt, sich darauf einzustellen. Weil bis jetzt muss ich sagen, für den Körper, den sie dann in die Abwehr stellen, passiert da noch nicht so richtig viel. Ja, sie wirken etwas behäbiger als die Mönckeberger, dass die ihre Schnelligkeit gut ausspielen können. Ja, genau. Dafür spielt sie es vorne. 2 Minuten. Ja. Ja. Das sah nicht nur blöd aus, da hing er auch im Arm. Ja. Das muss man an der Stelle geben. Da kann man leider keine andere Entscheidung treffen. Ist natürlich immer ein bisschen. Aber ich muss unparteiisch sein. Ich darf nicht leider sagen, da kann man keine andere Entscheidung treffen. Ich glaube, dass für ihn leider. Dass du einen gewissen Bias hast, ist, glaube ich, klar, als ehemaliger Mönckeberger. Ja und nein. Also ich muss sagen, das ist ja mittlerweile auch schon fast 6 Jahre wieder her. Und von daher natürlich habe ich hier sehr, sehr viel Zeit in meiner Jugend bzw. in meinem Leben verbracht. Und auch dadurch, dass mein Vater damals hier gespielt hat, wir sind hier in der Halle so ein bisschen aufgewachsen. Sehr schön. Ein sehr schöner Wurf von außen, lange in der Luft gewartet. Nee, also von daher muss ich sagen, bin ich da völlig neutral. Also bis jetzt sind beide Teams da total ausgeglichen. Und wie du schon sagst, ich glaube, das Spiel wird nicht in der ersten Halbzeit entschieden. Das werden die letzten 10, 15 Minuten machen. Wer mehr Puste hat, bis jetzt bin ich sehr beeindruckt von dem Tempo von Mönckeberg. Wird sich zeigen. Die haben natürlich jetzt die, ich sag mal, schnellen Leute auf der Platte. Wenn jetzt zum Beispiel Morten Dahmke auf die Platte kommen sollte. Oh, ein Kreisanspiel und stark gehalten von Asmus. Sehr schön gehalten. So wie Morten Dahmke, der ist natürlich ein ganz, ganz anderer Spielertyp. Und den muss man ganz anders ins Spiel bringen. Aus dem Positionsangriff und dann ist er natürlich unglaublich gefährlich durch seine Stämme und wird hier schon wieder rüber gerückt. Ja, aber ich glaube, ich dränge dich auch mit dem Körper. Ich muss mich selber hier so ein bisschen zurückhalten. Das ist in Ordnung. In die Ecke stellen. Du bist ja immerhin hier dann der Gast quasi und dann sollst du dich auch wohlfühlen. Ich fühle mich cool wohl hier. Fantastisch. Den grünen Boden, den kennen wir. Da hatten wir gerade einen schönen Wurf aus dem Rückraum, aber der Block hat da die Finger noch zwischenbekommen. Deswegen jetzt Ecke für Mönckeberg und sie gehen wieder mit Tempo rein, direkt 1-gegen-1 durch, stark durchgetankt und die nächste 2-Minuten-Strafe gegen Hamburg-Barmbek.
rausgeflogen ist die Nummer 24, Lucas Laveau. Ich hoffe, man spricht das Laveau aus. Weiß ich jetzt nicht, ob die Not getan hat. Sah natürlich ein bisschen doof aus, aber letztendlich hat er sich da sehr gut 1 gegen 1 durchgesetzt und ist dann zum Tor gestolpert. Aber richtig, richtig gutes Spiel von Jonas Brütt bisher. Chat, Frage an euch. Sah das einfach nur blöd aus oder war das tatsächlich eine 2-Minuten-Strafe, die gerade gegen Lucas Laveau ausgesprochen wurde? Schreibt es gerne rein, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Wenn ihr keine Meinung dazu habt, dann dürft ihr trotzdem gerne was schreiben. Und Barmbek wieder im Angriff. Jetzt Jannis Timm auf der Mitte. Angetäuschter Kreisel und ein eher schlechter Bodenpass zum Außen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch, aber Glück gehabt. Da war doch Alexander Thoms noch dran. Ja, er war noch dran, aber es war wirklich ein eher bedingt guter Pass. Ja, sehr optimistisch. Aber gute Idee, muss man sagen. Also, ui. Ui, stark, gut reagiert. Und ja, das ist ja clever. Und das Gegentor. Da ist direkt das Gegentor. 8:6 für Mönckeberg. Da hat er wirklich sehr schnell und gut reagiert. Ja, wirklich. Also ich muss sagen, ich hatte gar nicht darauf geachtet, dass sie einen rausgenommen hatten. Ja, sie haben ja gerade erst gegen Lukas die 2 Minuten bekommen. Ja, ja. Und fantastische Überleitung. Da haben wir auch gerade von Retzk die erste Meinung dazu bekommen, dass natürlich eine strengere Linie gepfiffen wird. Und dass, wenn er den Arm zu lange hält, dass er dann schon 2 Minuten kriegen sollte. Ist okay, ist eine 50-50-Entscheidung so. Und es ist natürlich auch gerade, wenn man sich überlegt, wie schnell das Spiel geworden ist und wie schwer das für die Schiedsrichter ist, manchmal in solchen Situationen zu entscheiden. Wenn sogar wir stehen hier zwei, drei Meter daneben, uns nicht ganz schlüssig sind, was wir geben würden. Also. Und da wieder Auslösehandlung von Barmbek, den Außen freigespielt, aber kommt nicht zum Schuss. Aber es wurde. Versucht wieder durch die Mitte durchzutanken. Die Mönckeberger stehen gerade gut. Ja, auf jeden Fall. Also das 1 gegen 1 von Bambi klappt jetzt nicht mehr ganz so leicht. Die suchen jetzt auch die längeren Wege, was schon sehr auffällig ist, dass. Ui. Und stark gehalten. Richtig gut, dass er den Fuß noch ausfahren konnte, weil der Wurf war echt spät und versteckt. Aber gut in Spagat runtergegangen und dann den nachziehenden Fuß noch dann da behalten. Und Mönckeberg wieder mit viel Tempo im Angriff. Fast schon zu viel, dass es einen Fehlpass gibt, aber. Ja, aber ich muss sagen, mir gefällt das ganz gut. Die versuchen die Entscheidung sehr schnell zu treffen. Wenn das nicht klappt, versuchen sie jetzt aufzubauen. Also wenn sie das durchziehen können, haben die dann eine sehr, sehr gute Struktur für das Spiel. Oh, sehr schön. Und simples Tor aus dem Rückraum. Ja. Hochgehen, werfen. Ja. Hast du gesehen? Was war. Das habe ich jetzt. Das sah natürlich nicht richtig gesehen. Doof aus. Ne? Sah es blöd aus, ich habe es nicht gesehen. Haben wir ein Replay oder sonstiges? Ich habe tatsächlich gerade. Ja, auf jeden Fall 2 Minuten. Also, wenn du Schiedsrichter auf am falschen Tag erwischt, dann geben die da sogar noch mehr. Aber sieht meistens auch sehr doof aus, weil das natürlich unglaublich schnell war. Und Bambik das natürlich auch clever gelöst hat. Aber ist halt ein Schubser von hinten und 2 Minuten auf jeden Fall gerechtfertigt. Da haben wir das Replay. Können wir uns das mal anschauen? Nee, noch nicht. Das ist das von jetzt. Ach so, das ist gar kein Replay. Nein. Das war Live-Spiel. Ja. Okay. Der Pass kam jetzt mal nicht an beim Kreis. Und hier Retz ist jetzt unser Schiedsrichterbeauftragter, würde ich mal sagen. Einfacher Stoß von der Seite, keine Chance auf den Ball und bringt den Spieler dadurch zum Fallen. Richtige 2 Minuten. Retz scheint ein sehr gutes Auge dafür zu haben und die Situation vernünftig einschätzen. Wir haben jetzt unseren eigenen Schiedsrichterbeauftragten. Retz, wenn es irgendwelche Fragen zum Schiedsrichter gibt, fühl dich bitte immer angesprochen, im Zweifel spreche ich dich an. Und Mönckeberg baut aber die eigene Führung aus. Also wir sind jetzt mit 3 vor mittlerweile. Das Tempospiel wird hochgehalten. Ja, sie haben aber auch sehr, sehr wenig Ballverluste, muss man sagen. Bambek auch. Aber bis jetzt sind, glaube ich, die Mönckeberger da leicht im Vorteil. Da kommen gerade die beiden Faktoren, die wir in den Interviews schon gehört haben. Wir haben einmal die Bambeker, die ordentlich was in den Knochen stecken haben. Und dann noch die individuell gut aufgestellten Mönckeberger, die dann natürlich, wenn nur einer von den Bambekern zu langsam ist, die Lücke nutzen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das diese Woche war, dass die. Und als nächste Kreisanspiel, aber gut rausgespielt. Fantastisch rausgespielt, den ganzen Körper dazwischen gestellt. Ja, sehr gut. Aber auf der anderen Seite, ich hatte mich mit dem einen aus Bambek unterhalten und der sagte, ja, letzte Woche hatten die natürlich auch Doppelspieltag gegen DHK und gegen HSV 2. Die beide natürlich auch ganz oben stehen, das ist natürlich auch unglaublich zehrend.
wenn denn hier natürlich am Freitagabend, es ist Samstag, Entschuldigung, Samstagabend hier noch nach Mönckeberg rollen musst und nicht so richtig weißt, was für eine Wundertüte dich hier erwartet. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, sich da mental darauf vorzubereiten. Da aber auch gutes Fairplay von den Barmbekern. Es war nicht eindeutig ersichtlich, wer da jetzt am Ball war, und die Barmbeker sagen, nope, das waren wir, das gibt eine Ecke. Da möchte ich einmal für das Fairplay mein Lob aussprechen. Ja, und gut, ja, wirklich gut gehalten. Asmus, einer der präsentesten Spieler bei Barmbek. Ja, macht einen guten Job bisher. Ich muss aber auch sagen, mich wundert, dass die Barmbeker da sehr, sehr... Ui, den hat er einmal oben ins Parkhaus geschickt. Ja, aber das sah auch, also das sah jetzt nicht ungefähr, also so gewollt aus, dass er jetzt irgendwie das... Ich glaube, es sollte ein Leger werden, könnte aber auch ein Heber. Ja, aber es sah ein bisschen so aus, als hätte er die Haftung am Ball verloren. Das glaube ich auch, ja. So sah das aus. Ja, bis jetzt kein glückliches Händchen auf links außen bei Barmbek. Also nee, Schäfer scheint da sich erstmal noch finden zu müssen. Ja, Schäfer, beziehungsweise am Anfang haben wir da ja noch jemand anderes gesehen. Den langen Haaren. Typischer links außen wäre bei Barmbek noch Evermann, die 93. Ich weiß nicht, Kruse, die 77. Müsste gleich nochmal. Und Kuhlmann, die 19. Ja, ich werde das nachholen. Ich werde nachher mal auf die Rückennummer schauen. Aber nichtsdestotrotz schlechtes Händchen. Welche Position die spielen, ist, glaube ich, nur beim Tor repräsentativ. Ah, okay, denn Schäfer wird hier auch als Rückraummitte angegeben und er steht gerade auf außen. Ah, okay. Ja, wieder eine schöne Parade. Jetzt auch interessant zu sehen und mit das erste Timeout. Timeout von Hamburg-Barmbek. Entschuldigung, dass ich dich da unterbrochen habe. Nee, alles gut. Ich wollte nur einmal erwähnen, dass da der nächste Hühne irgendwie bei Mönckeberg reingekommen ist mit der Nummer 8. Muss ich selber mal den Namen nachsehen. Die Nummer 8 bei Mönckeberg, die haben wir hier gar nicht draufstehen. Nicht drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte nur mit den Jungs irgendwie letztes Mal kurz geschnackt. Wir können was hören, glaube ich. Wir sind im Spiel, wir müssen nur die Dinger reinmachen. Dann ist alles gut. Ja? Okay? Hinten haben wir ein bisschen Probleme in der Zuordnung. Henry kommt jetzt rein, du spielst 5-1-Deckung. Henry, du läufst auch vorne mit, die zweite Welle. Und wir wechseln so, dass du auch vorne auf der Mitte spielst, wenn du jetzt mal 10 Minuten links außen, okay? Ja. Männer! Okay, so, wir haben es gehört, es wird auf eine 5-1-Deckung umgestellt. Und an sich ist die Trainerbank zufrieden mit dem, was passiert. Man muss nur jetzt endlich mal treffen. Ja, genau. Ja, es sind auch ein paar Pässe am Kreis jetzt nicht angekommen. Aber die Struktur von Barmbek ist ja zu erkennen. Also letztendlich muss die Pille rein. Und ja, Abwehr wundert mich nicht, dass da was gesagt wurde. Danke Regie, danke liebe Regie. Die Nummer 8 ist Jaron Pühlmann, der ist bei uns hier mit der 10 eingetragen. Die Info haben wir gerade von der Regie durchgegeben bekommen. Vielen Dank, liebe Regie. Immer gut, wenn jemand aufpasst und Infos durchgeben kann. Und Balimo, moin. Ja, unser lieber Tonmann läuft hier in Adiletten rum. Wir werden hier stark von Mönckeberg, vom Verein selber unterstützt, die uns dann den ein oder anderen Spieler aus der Jugend dann für solche Aufgaben hingestellt haben. Und da sollen die natürlich auch Adiletten tragen. Ja, sehr schön. Und das nächste, schnelle Angriffsspiel. Vorne hätte man einen Stürmerfoul vielleicht geben können. Ja, aber ich finde es auch irgendwie passend, dass man das hat laufen lassen, weil das war die ganze Zeit ein guter Fluss da. Überzieher, aber ich glaube Schritte. Ja, auf jeden Fall. Also das war auch schön drüber. Ja, sehr schöner Leger. Ich glaube, seitdem ich mit Torben zusammengehe, ich glaube, wir selber haben die gesamten 12 Jahre, die ich in Mönckeberg aktiv gespielt habe, haben wir zusammengespielt. Und ich glaube, diesen Wurf hat er mindestens 3-mal pro Spiel gemacht. Und er klappt immer noch. Ist doch schön. Und Barmbek versucht hier die Abwehr in Bewegung zu bringen, scheitert aber an der Geschwindigkeit von Mönckeberg. Ja, gefällt mir gut, was Mönckeberg da in der Abwehr macht. Wirklich gut am Verschieben, schaffen es auch immer mit zwei Leuten auf einen Mann zu gehen. Also das ist tatsächlich eine Bilderbuchabwehrarbeit. Ja, machen die sehr, sehr gut. Und dann mit Zusammenspiel mit Jeske Usinger im Tor, also jetzt kann man also nicht viel aneinander auszusetzen. Ja, mit Jesko hinten können natürlich dann auch halbgare Würfe eher bedingt reingehen. Also das ist wirklich, von hinten raus können die Mönckeberger dieses Spiel gewinnen. Auf jeden Fall. Also ohne Abwehr werden die in der Oberliga sowieso kein Spiel gewinnen. Weil nur über Tempo habe ich damals auch erlebt mit den Mönckebergern. Wir haben sehr, glaube ich, das größte Tempo in der Oberliga gespielt, aber ohne Abwehr haben wir nicht ein Spiel gewonnen. Aber wir haben nachher noch ein paar Spiele gewonnen. Und die nächste 2-Minuten-Strafe
Ja, kann man geben, muss man nicht. Blöd gehalten, sah auch wieder doof aus. Das 1 gegen 1, nee, würde ich nicht geben. Also ja, es sieht halt blöd aus. Er taucht ab, er hat natürlich sehr, sehr tiefen Schwerpunkt. Und Finlade ist natürlich auch unglaublich groß, aber ja. Also ich würde an der Stelle sagen, gegeben, weil sieht blöd aus, aber nicht, weil tatsächlich entsprechendes Foul. Ja, hier im Chat sehen wir doch auch typischer Hinsch. Ja, hätte Retzk sich auch gespart, aber er ist auch selber sehr groß und kann nachvollziehen, dass es gegeben wird. Und der nächste Treffer für Mönckeberg. Ja, das macht er sehr, sehr gut. Auch Leines Dahmke, unglaubliche Entwicklung, muss ich sagen. Also auch einer, der, ich glaube, seitdem er die Handball... Oh, und schöne Parade von... Und die nächste 2 Minuten. Ist das die nächste 2 Minuten? Ja, gehe ich von aus. Ja, könnte auch wegen Sturz abgepfiffen haben. Wir sehen es hier nochmal. Ich meine, das muss... Können wir das noch einmal sehen? Wir haben es noch einmal, das Replay. Finn möchte auch gerne. Nein, da sehen wir es. Nö, steht. Ist natürlich immer schwer, ne? Er läuft an, der andere steht. Aber über eine rote Karte brauchen wir da nicht diskutieren. Also gab es noch, oder? Nee. Zumindest standen die beiden in der Ecke und haben sich besprochen. Das ist ja meistens eher ein Zeichen dafür. Aber gib nicht mal 2 Minuten. Also ja, okay. Also in dem Fall erstmal eine Ermahnung. Ist natürlich dann Glück die Frage, gehabt. Ist die Frage, ist es ein 7 Meter, wenn einer auf dich raufläuft, ne? Ja. Weil wenn es ein Foul ist, dann ist es auch 2 Minuten. Von außen wird das mittlerweile sehr streng gepfiffen. Mit und 2 Minuten, Jannis Timm wieder am 7-Meter-Punkt. Ohne antäuschen, schnell durch. Und der nächste Treffer für die Barmbeker. Es bleibt bei 3 Tore Führung für Mönckeberg. 11:8 nach 19,5 Minuten. Ist natürlich jetzt auch mit der 5-1 und Nähe auf Linus Dahmke sogar, was das eine 3-2-1 fasst. Ja, schon festgemacht. Jetzt müssen die natürlich die Abwehr in Bewegung bringen und dann gehe ich davon aus, dass sie auch wieder ihre Lücken finden. Wenn Mönckeberg jetzt den Faden verliert und anfängt zu wühlen im 1 gegen 1, wir haben ja gehört, dass Barmbek möchte eine 5-1 spielen. Einer, der vorne nervt, 5, die hinten stehen mit den Hacken am Kreis. Ja, wobei die auf der anderen Halbposition gerade den Halben komplett wegnehmen. Und... Oh, sehr schön, Leines. Das war eine sehr, sehr gute Bewegung. Allerdings hat Jannis Timm auch gut geschaltet. Ja. Also wir bleiben jetzt... ich glaube, was die 5-1 am meisten bezwecken soll, ist, die beiden Spielhälften voneinander zu trennen. Oh, sehr schön gespielt. Und der nächste 7 Meter, diesmal für Mönckeberg gegen Barmbek. Ich glaube, der vorgezogene Spieler soll bezwecken, dass sie nicht mehr so frei kreuzen können. Quasi die beiden Seiten voneinander zu trennen. Das Spiel unterbrechen. Und es muss gewischt werden. Was mich so ein bisschen wundert, ist jetzt das nächste Foul von außen, wo dann ja in den Angreifer reingerannt wird, ohne 2 Minuten Strafe. Also wenn das die Linie ist, dann müssen die das auch so weiterverfolgen. Und ich glaube, das wird relativ schwer nachher zu verantworten. Das werden wir sehen, aber meistens sind die Spieler ja auch gar nicht eigentlich so darauf aus, sich auf Außen groß zu prügeln. Nein, davon mal ab. Aber da die Regeln ja deutlich verschärft wurden, um die Außenspieler zu schützen, und wurde die das Nummer ja nochmal 15, das ist Linus Dahmke. Ja, sehr gut. Trifft zum 12:8 für Mönckeberg-Schönkirchen. Damit haben wir mittlerweile 4 Tore Führung nach 20 Minuten. Und Viking Junior hat selber schon angekündigt, Linus macht das. Linus trifft. Ich weiß nicht, ich hatte leider nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten neben der Uni. Die beiden Dahmkes, Morten und Linus, gehören die zu Rune? Die gehören zu Rune. Also genau, Morten Dahmke ist der kleine Bruder von Rune Dahmke und Linus Dahmke ist der Cousin. Und der andere Cousin ist Torben Hinsch tatsächlich. Trägt nicht denselben Nachnamen, ist aber auch in der Familie verwandelt. Also haben wir hier einmal die ganze Sippschaft in einer Mannschaft. Ganz genau. Ich glaube, wir hatten schon Zeitpunkte, da waren es sogar noch mehr. Und gut, sehr gut gehalten, stark von Jesko. Ja. Ich kenne das aber tatsächlich selber. Zwischenzeitlich haben, während ich bei Herr Zorn, erster Herrn, gespielt habe, waren wir 3 oder 4 Oldes im Team. Okay. Auch sehr, sehr. Meine Cousins und ich dann eben. Ach so, okay. Also sehr und schöner Block. Guter Block, schnell nach vorne gespielt, aber etwas zu weit. Bisschen optimistisch. Und jetzt muss er sich der Harvey Horst ganz schnell wieder auf den Weg nach hinten machen. Schön gelöst. Nein. Ich müsste sehen, ob er den Schritt nach hinten Können wir da nochmal, also da sehe ich keine 2 Minuten. Wenn er den Schritt in den
Wir haben keinen Replay, schade. Wenn er den Schritt in den Kreis macht, ist richtig, aber das können wir von hier leider nicht erkennen. Also fest ihn eigentlich nicht an, aber... Ja, also ich hätte ihn jetzt halt als stehend empfunden, dass er umgerannt wurde. Ich jetzt auch für Oberliga-Niveau hätte ich es laufen lassen. Ich meine, er nimmt sich die Chance, geht da durch, kriegt ein bisschen Kontakt, aber... Also es war jetzt nichts, wo man jetzt sagen würde, er wäre nicht frei zum Wurf gekommen. Nein. Es war halt, da stand halt jemand. Nein. Aber Jannis Timm nutzt die Chance, die gegeben wurde, macht das nächste Tor und es bleibt bei 3 Toren. Ja, macht er richtig gut. Also selbst wenn bei Bamberg jetzt gerade so ein bisschen die Struktur fehlt, beziehungsweise die Einzelaktion, die 7 Meter rausholen, ist es natürlich wichtig, dass die auch drinnen sind, um dann irgendwie dran zu bleiben und nicht komplett den Faden zu verlieren. Und dann unser Schiedsrichterbeauftragter sieht es ähnlich, auch wenn er es aus dem Stream nicht gut erkennen konnte, eher keine 2 Minuten. Ja, guck mal, ich könnte aber auch Schiedsrichter sein. Ah, schlechter Pass. Aber gut gerettet aus dem Kreis. Gut reagiert von Kaminski. Ja, das aber auch sehr, sehr schlechter Pass, muss man sagen. Also da muss man auch gucken, dass sie jetzt nicht überpesen. Und Glück gehabt, sehr viel Glück gehabt. Pfosten direkt in die Hände von Habeck Horst. Jetzt sollte Münkeberg kurz mal den Ball flach halten und vielleicht sich ein bisschen um die Zeitstrafe kümmern, dass die ein bisschen runterlaufen darf. Aber es wird wieder mit Tempo gespielt. Okay, Münkeberg bleibt dabei. Tempo über alles. Sehr schöne Überzahl. Und auf außen. Ja. Und der sitzt. Ja, auch Nils Habeck Horst. Sehr, sehr guter Mann. Auch und oh, sehr viel sehr Tempo von Münkeberg. Ja, vernünftig verteidigt. Ein bisschen grob, aber nichts, was man jetzt hätte geben müssen. Ein bisschen spät weit dran, aber. Und der Torhüter stand auch noch da. Aber das hätte gefährlich werden können. Also ja, durchaus. Hätte also der Mönckeberger da, wer steht da? Kannst du das erkennen? Die 28? Nee, das war aber gerade Linus Darmke, der damit gelaufen ist. Ja. Hätte er da ein bisschen später zugepackt, das hätte auch eine Zeitstrafe bis rote Karte geben können bei dem Tempo. Ja, das ist immer sehr, sehr ärgerlich, wenn du da hinten reingreifst. Das ist meistens auch nicht wert. Und gerade wenn der, ich glaube, der rechts aus war, dass er da auf dem Weg war. Oh, warte. Wenn du da hinten reingreifst, er hat natürlich auch schon eine sehr, sehr blöde Wurfposition eigentlich als Linkshänder, denn von der links aus. Schön freigespielt auf außen. Simples Tor. Der Binke. Nur haben wir das Tor auf links außen. Und Barmbek bleibt zumindest auf 3 dran. Sie lassen sich jetzt hier nicht groß abwimmeln von den Mönckebergern. Aber können auch nicht die Unterzahl für sich gewinnen. In der Unterzahl bleibt es unentschieden. Und Mönckeberg macht weiter mit Tempo Druck, spielt viel durch, kreuzt und verliert den Ball über einen Fehlpass. Muss den jetzt auch abgeben. Barmbek versucht schnell, ja, mit einer zweiten Welle einigermaßen mit Tempo rauszukommen. Das ist natürlich immer die Gefahr, wenn du das 1 gegen 1 suchst zu einer Seite und dann... Und gut verteidigt. Ja, das 1 gegen 1 auf eine Seite suchst, dann machst du die Räume natürlich dicht. Wenn dann ein Rechtshänder noch auf rechts außen steht, der kann eigentlich nur parallel gehen. Und dann steht da noch ein Außen. Da spielst du dir natürlich auch mit einer hohen Geschwindigkeit die Bälle auf sehr, sehr kleinem Raum zu. Und da sind natürlich Ballverluste auch gerade in so einer engen Halle dann sehr, sehr einfach. Ja, und da haben wir... Sehr schön durchgespielt. Ui. Oh, Ballverlust für die Barmbeker. Ärgerlich. Na, schade, war sehr, sehr schön gespielt. Aber auch sehr von den Mönckebergern. Ja, da können wir nicht viel erkennen, aber jetzt... Ui. Und Schröder 1 gegen 1 durch, aber top gehalten von Asmus. Super Parade, ja. Wirklich, Asmus unglaublich gut gehalten. Macht das richtig gut, also der hält Bamberg da auch sehr im Spiel. Wobei wir auch auf beiden Seiten sagen müssen, die Torhüter machen ein sehr, sehr gutes Spiel und prägen das Spiel auch. Würde ich jetzt tatsächlich auch als die individualstärksten Spieler erstmal so betrachten. Ja, Jonas Brünn natürlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel bisher gemacht. Auf der anderen Seite Jannis Timm macht einen guten Job. Die beiden Kaminski-Brüder haben auch eine sehr gute Abstimmung da, leider noch ein paar Fehler. Aber wirken aber weniger nach einem Alleinstellungsmerkmal. Also die brauchen ihre Kollegen links und rechts. Die Torhüter wirken eher wie jemand, also wie, dass sie das auch alleine jetzt nochmal was reißen können. Ja, die müssen da hinten auch alleine stehen. Nein, Quatsch. Aber, nee, stimmt schon. Die machen das auch. Viele freie Bälle, muss man sagen, die weggenommen werden. Und Timeout von Mönckeberg. Wir dürfen, wenn unser Tonmann entsprechend drüben ist, den einmal zuhören. Und ja, Viking Junior, für die Mönckeberger wäre es natürlich gut, die Führung jetzt auch über die Halbzeit zu bringen. Und wir hören zu. Bleiben auch in der 6-0. Wir bleiben auch mit Jaron drin. Nur ein bisschen aufpassen, dass nicht ganz so von hinten die Fouls vielleicht machen. Ansonsten bleiben wir genauso. Aus der zweiten Welle haben wir noch mehr Möglichkeiten. Macht mal Flensburg links, ja? Oder auch ruhig aus, mal Flensburg rechts mit Leines. Das geht, das funktioniert dann auch. Und dann gehst du Ecken aus und ihr nehmt euch den Winkel, ja? Ansonsten Speedmanner, ist alles okay. Komm, weiter geht's. Ja, muss ich sagen, habe ich auch so erwartet. Also die Abwehr, da gibt es nicht viel zu sagen.
muss so weitergehen. 11 Tore in, was haben wir jetzt, fast 25 Minuten, ja. Vollkommen in Ordnung gegen so einen starken Angriff aus Barmbek. Also da kannst du nicht knurren, da brauchst du nichts ändern. Wenn man jetzt vernünftig die Abwehr spielt, könnte man, und das so hält, könnte man tatsächlich unter 25 Gegentoren bleiben. Ja, abwarten. Meistens haben wir ja ein bisschen mehr Tore in der zweiten Halbzeit. Ne? Beine werden müde in der Verteidigung, da fallen schon mal leichtere Tore. Aber auch die Konzentration beim Werfen lässt nach. Wenn Jesko dann mit dem Kopf da ist, kann er sich auch nochmal den einen oder anderen mehr holen. Ich bin selber Torhüter, ich kenne das. Gerade zum Ende hin kann man nochmal ordentlich welche rausholen. Ja, das stimmt. Nee, aber dann hat Thomas Carstens auch noch angesprochen, dass die Hände von hinten wegbleiben sollen, weil, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, waren da jetzt so ein paar Aktionen, wo der... Wo und schön rein da, sehr gut von Dampf gemacht, einfach hochgegangen, geworfen, tatsächlich sogar als Rechtshand von Rückraum rechts, sogar also auch aus der schlechteren Position, und der Mittelblock bei Mönckeberg in der Abwehr jetzt auch da, um auf dich gerade nochmal Bezug zu nehmen, unnötige Zeitstrafen vermeiden. Ja. Unheimlich wichtig. Genau, darauf wird es ankommen, die Abwehr stabil zu halten. Und wenn Mönckeberg das schafft, dann werden die sehr realistische Chancen haben, hier Punkte zu Hause zu lassen, beziehungsweise dass die Punkte zu Hause bleiben. Auf der anderen Seite ist natürlich bei Barmbek so ein bisschen, ich glaube, die holen gerade noch nicht alles raus, und das ist unglaublich schöner Start. Um keine Meter bewegt. Aber nee, wie gesagt, die Mönckeberger haben unglaublich gute Teamchemie, da gönnt jeder jedem was. Und von daher ist das ein sehr, sehr guter Support auch von den Jungs, die jetzt vielleicht nicht auf der Platte stehen. Und, ja. Und das nächste Tor, jetzt geht's wieder Schlag auf Schlag, ähnlich wie ganz am Anfang. Ja, das ist natürlich eine typische Morten-Darmke-Bewegung, das liegt der kurze Schritt. Ui. Und auch da 1 gegen 1 wieder durchgetankt, Überreißer, vorwärts. Ja, da von unserer Nummer 20, Henry Häusler. Ja, genau, im Innenblock finden wir jetzt... Ah, schade. Also, guter Ansatz von Morten Damke, aber auch sehr, sehr schneller Abschluss. Und Janis Tim jetzt mit Tempo, zusammen mit Häusler. Aber da stand dann Liefke zwischen und konnte dann entsprechend die zweite Welle unterbrechen. Genau, jetzt gab es ja auch den Wechsel im Innenblock von Mönckeberg. Jetzt steht Janik Liefke da mit drin. Müssen natürlich aufpassen, dass die Absprache dort weiterhin gut bleibt. Weil jetzt sind zwei sehr, sehr leichte Tore gefallen. Aber Janik ist ein sehr massiver, guter Spieler. Ja, schade. Und gut durch. Linkshänder weit rübergezogen. Könnte man als Torhüter tatsächlich dann schon in die Blockecke gehen. Ja, aber ist immer schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Die Vorarbeit wurde im Kreis gemacht. Gegenziehen. Dann ist Janik Liedke leider in dem Fall, schon leid, das ist gar nicht böse gemeint, und mitgegangen, und dann war die Lücke da. Und also, wir sehen gerade von der Barmbeker Bank, die Trainer, die möchten unbedingt, dass die Jungs auf der Platte wieder ihre Arme in der Abwehr mit hochnehmen. Da wurde gerade wild gestikuliert, und dass die Arme wieder eingesetzt werden sollen. Die Barmbeker, finde ich, wirken gerade ein bisschen wie mit dem zweiten Wind. Ein bisschen erfrischt wirken die. Ja, spielen gut. Mönckeberg kam, wenn du dir natürlich immer hinten jetzt einen fängst, dann hast du natürlich große Schwierigkeiten. Und den nächsten gehalten von Asmus. Große Schwierigkeiten. War das Schröter? Das war Schröter, oder? Genau, das war, ich glaube, Paul Schröter. Und damit hat Barmbek jetzt tatsächlich die Chance, das Ganze wieder auszugleichen. Dann ist die Führung wieder weg für die zweite Halbzeit. 40 Sekunden noch auf der Uhr, beziehungsweise 35. Unsere Uhr im Stream hängt ungefähr 4 Sekunden hinterher. Ja, genau. Also wie gesagt, so jetzt sehen wir ja gerade, dass die Abwehr ein bisschen wackelt von Mönckeberg, und schon ist der Ausgleich wieder vorhanden. Und stark durch, das Tor gemacht, Ausgleich. Jetzt ist die Frage, bleiben die Mönckeberger ruhig oder wollen sie jetzt noch schnell das Tor machen? Aber super starke letzten Szenen. Und überhastet, so, Tempo gegen von Barmbek, kriegt er den? Ja, den holt er sich und Jesko steht dazwischen. Ja, aber Kaminski spielt eine unglaublich gute erste Halbzeit, beziehungsweise die letzten 10 Minuten. Also da möchte ich einmal, wirklich, da müssen sich die Mönckeberger bei Jesko einmal bedanken, dass er da das noch bei einem Ausgleich hat stehen lassen und gerade auf jeden Fall die Führung der Barmbeker verhindert hat. Wir befinden uns jetzt in der Halbzeitpause, das heißt, wir kriegen hier gleich Sascha Tam zu Gast, ja, der, soweit wie ich das mitbekommen habe, nämlich noch verletzt ist.
und dann entsprechend mit uns ein wenig schnacken wird. Vorher möchte ich aber einmal noch einen Partner hier von uns vorstellen. Das ist, ich habe gerade den Namen hier, musste mir das mal kurz wieder angucken, Better Guards. Haben wir auch hier die schöne L-Werbung. Das sind tatsächlich Sprunggelenkprothesen, die, ja, wie nennt man das, prophylaktisch funktionieren. Das okay. ist gar nicht erst, du hast hier was getan am Fuß, sondern wenn du umknickst, funktioniert das wie ein Sicherheitsgurt. Das verhärtet dann. Okay. Habe also, ich selber noch nie gesehen, muss ich sagen. Wir haben das tatsächlich auch noch, das, nur das Stück hier, aber ich glaube, das liegt hinten ja. in der Regie. Du darfst dir das so vorstellen, wenn du es ganz schnell dran ziehst, dann verhärtet das und dann kannst du es gar nicht bewegen und das geht unheimlich fix. Und wenn du es langsam bewegst, dann, okay. Dann, ja, dann geht es mit. Du kannst also damit dich ganz frei bewegen, quasi ohne Stütze. Ja. Aber wenn du doch dann umknickst, dann verhärtet das und sorgt dafür, dass dein Fuß gerade bleibt. Klingt spannend. Ist die Frage, dass... Hauptsache, das Knie knickt nicht weg dann. Ah, guck mal, da hat die Regie auch schon in die Wege geleitet. Hier können wir das uns einmal anschauen. Ja. Das ist entsprechend hier das Gelenk. Und wenn ich das langsam ziehe, dann können wir das hier in die Länge ziehen. Oh. Ja, das muss dann hier. Wenn ich das langsam ziehe, können wir es in die Länge ziehen. Jetzt sind dir gerade die Bänder gerissen. Genau, habe ich mir gerade die Bänder gerissen. Aber wenn ich das Ganze schnell mache, dann verhärtet es. Kannst du gerne auch mal, musst du nur, das hier hat sich gelöst, musst du raufdrücken. Ne, langsam funktioniert es. Ja. Und wenn du schnell ziehst, dann verhärtet das. Das heißt, wenn du dich normal bewegst, solltest du eigentlich dich frei bewegen können. Und sobald du irgendwie umknickst, dein Gelenk in Mitleidenschaft gezogen werden kann, würde das eben verhärten und den Fuß stabilisieren. Nicht schlecht. Das würde mich mal interessieren. Also würde ich gerne mal einen Erfahrungsbericht hören. Es wird tatsächlich in der Bundesliga von Torhütern auch getragen okay. und von Spielern. Ich müsste jetzt einmal von der Regie aufs Ohr bekommen, wen genau. Aber sie werden tatsächlich von Profis benutzt, halt eben um Verletzungen vorzubeugen und zu verhindern und gar nicht erst dazu zu kommen, in Reha zu müssen. Okay. Ja, wie wir gesehen haben, war das ja auch hier unser... Das Einzige... Okay, jetzt habe ich das Gelenk kaputt gemacht. Ich habe zu doll gezogen, Chat. Ich habe es wirklich kaputt gemacht. So gehört also, das... Was muss man dazu sagen? Nicht zu hohe Belastung. Nein, Quatsch. Ich bin auch einfach sehr stark. Liebe Regie, es tut mir leid, ich habe das Vorführelement kaputt gemacht. Was passiert? Beziehen wir uns doch mal wieder kurz auf den Chat, ich muss das Thema wechseln. Okay, die Regie flammt mich jetzt dafür. Retzk, schönes Spiel, schnell Pizza holen und dann zweite Halbzeit. Finde ich fantastisch, bringst du mir eine in die Halle? Ich hätte Hunger. Ich würde mich ja auch jetzt über eine Pizza freuen. Und hoffe, dass Sascha dann auch hier zum Interview kommt. Weil das wäre ja doch ganz schön, nochmal von der Mannschaft selber ein paar Insights zu kriegen. Und Kaschburg, danke, dass du auf meiner Seite bist, dass sowas einfach mal passieren kann. Jetzt ist hier überall Hydraulikflüssigkeit. Mal lass lieber liegen. Ja, es wird schon nichts sein. Liebe Grüße an Kaschburg in München. Kaschburg ist mein Bruder. Ah, okay. Der schaut gerade aus München zu. Moin, grüß dich. Und... Jetzt habe ich ihn gedoxt, jetzt könnte man mich googeln und ihn finden. So. Ja, war doch eine richtig, richtig gute Halbzeit von beiden. Ja, war Teams. Wirklich schnell, hat Spaß gemacht anzuschauen. Und ich fand die beiden Mannschaften von der Spielweise her auch tatsächlich angenehm anzuschauen. Es wurde jetzt, war jetzt nicht unangenehm, da eine Mannschaft zu zuschauen. Es wurde jetzt nicht unnötig hart reingegangen. Es war wirklich sehr angenehm, den dazu zu gucken. Und die Regie hat eine Umfrage reingestellt. Wen seid ihr? Mit der 1 könnt ihr angeben, dass ihr für HSG Menkeberg Schönkirchen seid. Und mit der 2 für die HG Hamburg-Barmbek. Haut doch mal ein paar Einsen und Zweien in den Chat, damit wir da mal ein kleines Stimmungsbild haben können. Und der liebe Finn hier neben mir muss auch gleich erstmal schon den nächsten Instagram-Post vorbereiten. Sehe ich das richtig? Nein. Da bin ich nicht vertreten. Okay, bis jetzt ein relativ eindeutiges Bild. Ich muss nur meiner Familie erstmal ein Foto schicken, dass ich in Deutschland bin. Ach so, die wissen das noch gar nicht. Also eigentlich wussten die, dass ich diese Woche nicht komme, aber die habe ich noch nicht gesehen. Gut, ich weiß nicht, ob der Chat das vielleicht weiß, aber dann kannst du ja da mal erzählen, dass du in Deutschland bist. Wo fliegst du denn sonst in der Weltgeschichte rum? Ah, ich fliege nicht viel. Ich lebe selber in Kopenhagen, bin dort vor 3,5 Jahren nach Kopenhagen gezogen zum Studieren und habe da den Bachelor gemacht und mittlerweile befinde ich mich da in dem Master und mir gefällt es unglaublich gut, da im Norden zu leben. Und von daher habe ich meine Zeit dort noch ein bisschen verlängert. Und
es wird hier relativ eindeutig langsam. Immer mehr Zweien. Passt aber auch vom Stimmungsbild her. Die Mönckeberger Fans sind natürlich eher in der Halle als im Stream. Da sind das schon jetzt 70-28%. 71-28%. Das passt ganz gut. Muss natürlich auch nicht jeder aus Barmbek unbedingt hierher kommen. Ne? Es ist immer noch eine Stunde Fahrt. Ich meine, das Internet macht es möglich. Warum denn nicht? Ist doch super, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch Amateurhandball von überall schauen zu können. Ja, es braucht halt nur ein paar Verrückte, die vor Ort sind und einen Haufen Kameras aufbauen. Ja, genau. Ich sag mal, es ist natürlich auf der einen Seite schade, wenn weniger Leute in die Halle kommen. Auf der anderen Seite, warum soll man denn anderthalb Stunden fahren an dem Samstag? Und meistens ist es ja nicht nur anderthalb Stunden Fahrt, sondern es sind fast 4 bis 5 Stunden, die man unterwegs ist. Und warum denn nicht vor den Laptop setzen und die Möglichkeit hier nutzen? Und ich glaube auch nicht, dass weniger Leute in die Halle kommen. Also die Mönckeberger, wenn die Wahl haben, ich gehe mal eben rüber in die Halle und guck meinen Jungs beim Spielen zu oder ich sitze zu Hause auf der Couch, da würden die eher noch in die Halle gehen. Zumindest aber die Heimfans, vielleicht ein paar weniger Auswärtsfans, aber das ist natürlich auch vollkommen. Ich bin auch fest davon überzeugt, die Auswärtsfans, die mit auf Auswärtsfahrt kommen, die kommen auch trotzdem noch mit auf Auswärtsfahrt. Die ihr Team da entsprechend unterstützen. Ich kenne tatsächlich auch nicht die Fanbase irgendwie in Barmbek, wie das da ist. Aber auch in Mönckeberg haben wir das immer wieder erlebt damals, dass wir deutlich weniger Fans natürlich auf den Auswärtsspielen hatten und sehr, sehr viele hier immer. Und ich glaube, dass tatsächlich die Fans, die nicht mit auf Auswärtsfahrt kommen würden, aber trotzdem gerne zuschauen, dann am ehesten im Stream zu finden sind. Damit tatsächlich gar nicht mal so bedeutend weniger Leute unterwegs sind. Na, ist doch super. Ich sag mal, würde sich keiner den Stream angucken, würde es uns hier jetzt nicht geben, ne? Also es würde uns wahrscheinlich trotzdem geben, aber es wäre deutlich witzloser. Wie viele schauen denn überhaupt zu? Wo sehen wir das denn? Das können wir, Moment, ich schaue das mal eben kurz nach. Gib mir einen kurzen Moment, dann haben wir das gleich. So, wie viel? Wir sind gerade jetzt bei so 60 Leuten, sagt er hier. Danke. Das ist für, ein Spiel in der Oberliga ist das schon ganz in Ordnung. Wenn du jetzt solche Truppen hast wie Eider Hade, die wirklich so eine Fankultur um sich rum aufbauen, da bist du dann bei den Zahlen deutlich höher. Ah, okay. Aber so 60 Leute, die uns hier zuschauen, das ist schon, wenn du jetzt hier Bänke damit voll machst, dann hast du schon einen Haufen Leute da sitzen. Also mit 60 Leuten kann man viel Scheiß anstellen. Stimmt. Ich habe schon mit weniger geschafft. Ja. So, aber das Stimmungsbild ist eindeutig. Deutlich mehr Barmbek-Fans als Mönckeberg-Fans, was nicht deutlich überraschend ist. Und wir sind jetzt auch schon fast durch mit der Halbzeitpause. Ich glaube, Sascha kommt nicht mehr. Der hat uns wohl vergessen. Aber ich habe ihn schon gesehen. Also er müsste hier sein. Naja, Dinge passieren, hat Kaschbuck ja auch schon gesagt. Und dann geht es jetzt in die zweite Halbzeit. Wir starten bei 0. Es steht 16-16. Mönckeberg-Schönkirchen gegen Hamburg-Barmbek. Die Mannschaften laufen langsam wieder auf, machen sich bereit, sind gerade auch schon eben kurz zusammengekommen und auch jeweils in Gänze, wenn ich das richtig sehe, schon auf der Platte. Nee, auf beiden Seiten fehlt noch jeweils einer. Und dann können wir dann weiter Handball gucken. Jetzt sind die Mannschaften vollzählig auf der Platte. Mönckeberg hat Anwurf und dann werden wir sehen, ob das Tempo weiter hochgehalten werden kann. Oder da gehe ich auf jeden Fall stark von aus. Die werden jetzt, ich glaube, das ist wieder die Anfangsformation, mit denen sie die erste Viertelstunde gespielt haben. Ausgenommen rechts außen mit Torben Hinsch, der ja auch seine Chancen genutzt hat und ein gutes Spiel gemacht hat. Bei Barmbek auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, auch wieder in der Anfangsformation. Ja, es sieht wieder ähnlich aus. Wir haben wieder Morgner am Kreis. Janis Timm ist erstmal wieder auf der Bank, sich wahrscheinlich für später schon. Ja. Und das erste Tor von außen für Mönckeberg, unsere Nummer 28, Hinsch, Torben Hinsch. Das ging sehr schnell, wirkt jetzt aber auch nicht so überdynamisch gerade der Angriff. Also auch alles gut. Da hat Barmbek auch nicht viel reagiert. Gute Kreuzung bzw. Anstoßen und dann weitergeleitet von Jonas. Und damit Brütt sind wir erneut in der Führung von Mönckeberg. Ja, das waren Schritte. Ansonsten sehr, sehr schöne Bewegung und wundert mich tatsächlich, dass da keiner bei Mönckeberg den irgendwie angefasst hat. Ja, also, der Körper war da, aber nicht der Arm. Also man hat ihn nicht angefasst, man hat sich nur dahingestellt. Nein, das waren aber ja Schritte. Aber
Ich wollte das unterstreichen. So, dann. Und jetzt wieder das Tempoaufbau von Mönckeberg. Kreisanspiel. Sehr, sehr riskant. Gut den Arm dazwischen gekriegt. Das sollte Mönckeberg auch unterlassen. Natürlich auch die beiden Schröter-Zwillinge, die haben natürlich sehr, sehr viel Spielwitz, eine sehr, sehr gute Technik. Aber neigen natürlich auch sehr oft dazu, zu überpesen. Und wenn das heute passiert, dann kriegt Mönckeberg ein ganz schön großes Problem. Gut gelöst von Bambik. Ja, doch, es verlagert sich wieder ein bisschen einseitig hier, aber mal schauen, da kommt der außen rum. Ist jetzt auch spannend zu sehen, wie Mönckeberg reagiert mit der vorgezogenen Abwehr. Und habe ich Horst mit einem schnellen Unterhänder, das haben die... Er hat richtig Selbstvertrauen. Da haben sie ihn früh rumgeholt und er ist ganz entspannt da einmal rum. Jetzt Bambik mit dem schnellen Konter aus dem Rückraum. Schönes Ding aus dem Rückraum. Gute schnelle Mitte und dann einfach gerade den Ball reingeworfen. Und Mönckeberg auch mit Tempo, aber Bambik kannte da entsprechend sich zwischenstellen und das Tempo wieder rausnehmen. Ja, ist jetzt auch wichtig zu sehen, dass sie wieder da anknüpfen können, wo sie zu der ersten Halbzeit angefangen haben, auch gerade mit Jonas Brütt, dass sie den wieder ins Spiel bringen, weil man da schon gesehen hat, wie wertvoll er für das Spiel ist. Auch dafür da sehr viel Druck zu erzeugen, weil er natürlich aus dem Rückraum, aber auch im 1 gegen 1 sehr gefährlich ist. Schöner Wechsel, angezogen. Gut den Kreis frei, aber Asmus steht dazwischen. Da hat er nicht hingeschaut. Asmus, wirklich bombenstark in dieser Partie. Und gut verteidigt. Sehr stark von Pillmann. Ja, der war nicht schön geworfen eben. Pillmann ist groß, das möchte ich jetzt einmal anmerken. Der ist wirklich groß. Ich bin schon nicht klein und ich finde ihn groß. Was hast du? 1,90? 3,90. 1,93? Ja. Oha. Und gut verteidigt, aber okay. Bambik bleibt im Ballbesitz. Und Mönckeberger noch dran. Da kommt der Erfolgsschütze von eben rum. Ja, schönes Kreuz gelegt. Eigentlich hatten sie die 1 gegen 1 Situation schon gewonnen und jetzt... Und jetzt so steht dazwischen. Ja, ich fand, sie haben früh genug zugeschoben. Wir können nochmal hier gucken. Schröter und Hinstand beide im Kreis. Haben die Hacken im Kreis? Hacken waren am Kreis, aber nicht im Kreis. Und okay. Oh, starker Unterhänder von Tim. Jannis Tim hier mit dem Ausgleich für Bambik. Und Mönckeberg jetzt wieder mit relativ viel Tempo dabei. Schröter einmal durch. Oh, schönes 1 gegen 1. Aber auch eben von Jannis Tim da. Muss man auch sagen, da hat er wirklich den Spielwitz bzw. den Überblick. Alle haben damit gerechnet, dass er den Pass auf halb rechts spielt. Verlagert das Spiel und drückt dann ab. Und die Mönckeberger, nehmen sie jetzt wieder Tempo auf? Ja, nehmen sie. Viel Bewegung drinne. Ja, eigentlich gar kein schlechter Spielzug, muss man aber auch sagen. Das passiert gerade so ein bisschen aus dem Stand dann, ne? Jonas Brütt nimmt sich den Ball, tippt an und dann gibt es nur einen Parallelpass und einen Einläufer. Oh, da hat Bambik viel zu lange gewartet. Da war Behnke glockenfrei am Kreis und hätte eigentlich sehr schnell angespielt werden müssen. Und Bambik baut wieder deutlich ruhiger auf, holt den Kreis zum Kreisel rum. Ja, das habe ich aber auch erwartet. Bambik möchte das Spiel kontrollieren. Die möchten ein bisschen das Tempo rausnehmen, weil wenn die sich dem Tempo von Mönckeberg anpassen, dann haben wir hier... Und gutes Kreisanspiel wieder. Ja. Aber Jesko steht vernünftig und der Kreis verwirft. Tempo gegen von Mönckeberg und schön geholt. Der sitzt von unserer Nummer 28. Torben Hinsch bringt sich in Bewegung, macht den Tempo gegen. Und sehr schöner Überzieher und da hatten wir wieder, dass der Kreis ein bisschen gegengezogen ist und dass keine Abstimmung mehr in der Abwehr vorhanden war. Ja. Also das Mittel könnte Bambik viel öfters nutzen für sich. Ja, gerade Henry Häusler, der ist sehr lang, hat einen sehr langen Arm, den können die immer gut nutzen, um von hinten Druck zu machen. Und wenn man da nicht konsequent drauf geht mit zwei, drei Mann, dann macht er die Bude und ansonsten ist er kreisfrei. Ja. Stark, gut angetäuscht, Torhüter wie Abwehrspieler gleichzeitig verladen und da hat einmal er beide mal kurz hinter die Halle geschickt und dann einfach nur das Ding ins kurze Eck gelegt. Und Bambik. Ja, aber auch gut gespielt. Aber Jesko steht dazwischen. Unglaublich Parade von Jesko Usinger. Muss man auch sagen. Vorne sehr gute Aktion von Bendix Schröder war das, glaube ich. Und hinten dann leider spekuliert und er das 1 gegen 1 Duell verloren. Aber dafür hat man sein Tor da stehen. Was war das denn für ein Anspiel? Das war ja nicht so gut. Ja, da hat versucht Torben Hinsch so ein bisschen das Tempo mitzunehmen.
und wusste dann nicht mehr, wo er den Ball hinspielen soll, weil er natürlich auch getippt hat und dann hochgesprungen ist und dann wäre er zweimal gelandet. Aber der Auftakt für die zweite Hälfte gefällt mir schon sehr gut. Wir sind weiterhin mit einem hohen Tempo dabei. Beide Mannschaften sind weiterhin mit unheimlich viel Bock dabei. Und ich glaube, diesen Bock werden wir auch bis in die letzte Minute nicht verlieren. Und Barmbek zieht jetzt auch ein bisschen das Tempo an. Ja, wundert mich ein bisschen, dass sie jetzt die Außen so ein bisschen aus dem Spiel lassen. Weil das in der ersten Halbzeit bzw. den ersten 15 Minuten... Und da ist der Außen. Ja. Und der macht die Bude. Da haben wir es. Da hast du es beschrieben. Ja, sieht man einfach, dass es sehr gut klappt. Die haben sehr gute Schützen eigentlich auf den Außenpositionen. So könnten die viel öfters... Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, dass Torben Hinsch hier nicht überpest. Hat es ja, eigentlich sehr, sehr gut gemacht, hat auch gute Ideen. Aber und Jannis Zim da durch mit einem Leger. Das muss man auch noch machen gegen Jesko. Lass den da alleine gegen jemanden stehen. Und war auch eine super Bewegung, muss man sagen. Fantastisch durch. Und damit erste Führung für Barmbek. Ja. Es steht jetzt 21:20 nach 37 Minuten. Ja, man muss aber auch sagen, Barmbek spielt das sehr, sehr ruhig zu Ende. Also die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, selbst wenn sie mit 2-3 Toren zurückliegen. Versuchen, wie gesagt, das Spiel zu kontrollieren mit ihrer eigenen Geschwindigkeit und sich nicht an Mönckeberg anzupassen. Ich habe mir tatsächlich im Vorfeld auch einmal angeschaut, wie sind denn die Spiele davor ausgegangen. Die waren auch alle immer nie so eindeutig. Ah, schönes Tor. Schön von Schröter aus dem Rückraum. Barmbek hat die meisten seiner Spiele auch gar nicht so deutlich gewonnen, sondern maximal mit 5 Toren. Es war immer eher eine knappere Geschichte. Ja, ich meine, solange du am Ende vorne stehst, ist alles gut. Ich glaube, die haben relativ ärgerlich gegen HSV 2 gespielt. Da haben die, glaube ich, mit 6 Toren geführt zur Halbzeit. Haben dann mit Glück noch einen Punkt am Ende geholt. Da haben sie so ein bisschen ihr Konzept nachher verloren. Und gegen jetzt Barmbek mit einem Tempospiel. Schnell Seiten wechseln, große Lücken aufmachen. Und ja, das gibt eine 2-Minuten-Strafe. Da hing er blöd von hinten im Arm. Ja, aber auch sehr, sehr gute Entscheidung von Kaminski wieder. Oder? Gibt es 2 Minuten? Die haben auf jeden Fall die Zeit unterbrochen. Nee, nur der 7 Meter, aber ist okay. Richtig. Ich meine, er war durch, aber er hat ihn immer noch von der Seite gehabt und nicht von hinten reingegriffen. Aber auch Kaminski, sehr gute Entscheidung wieder, das zu sehen, dass die ganze Abwehr sich zur einen Seite bewegt hat und dann. Da sind. Okay, nee, wir sind. Und dann hat er die Richtung gewechselt und dann war der Abwehrspieler leider schon auf dem Weg in die Kabine. Und jetzt wieder Jannis Zim. Können wir vielleicht die Eckkamera, die hier neben uns steht, bekommen? Könnten wir uns das, aus der Perspektive sehen wir es fast besser als unser. Ja, dann kann der Chat aber auch mal unsere Perspektive sehen. Jannis Zim gegen Jesko. Nein, Oliver Tietze ist jetzt im Tor. Oh, Oliver, okay. Ja. Und auch da bleibt Jannis Zim erfolgreich. Ich glaube, er hat die letzten 3 schon hingesetzt. Als Torhüter kann ich sagen, es ist aber... Irgendwann hoffst du, dass er die Seite wechselt. Ja, irgendwann weißt du es auch nicht mehr. Und gut, schön mit Tempo, kreisfrei gespielt. Irgendwann weißt du auch nicht mehr. Wirft er jetzt nochmal dahin oder haben jetzt 3 gereicht? Das weißt du irgendwann nicht mehr. Und Barmbek, glatt durch. Richtig gut. Also man muss wirklich sagen, dass jetzt hat man wieder am Kreis gesehen durch die Nummer 10, Robin Mogner. Dass er und das nächste einfache Tor für Mönckeberg. Gerade geht es Schlag auf Schlag. Ja, das ist genau die Klasse von Jonas Brütt. Hochsteigen, einen Schritt und dann kurze Ecke, eigentlich Blockecke, Torwart-Ecke, Entschuldigung. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass beide Mannschaften in der Abwehr schwächeln. Wir haben gerade innerhalb von 8 Minuten sind gerade 12 Tore gefallen. Ja, wie gesagt, hatte ich schon erwartet, dass da in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Tore passieren. 14 Tore in 8 Minuten. Ich habe den Halbzeitstand 16 stand. Ja, mit in 9 Minuten sind insgesamt 14 Tore gefallen. Aber die haben genauso schnell auch angefangen. Ich glaube, wir standen auch bei 9:8 in der ersten Halbzeit. Aber man muss... schöne Bewegung. Ja, aber da stand aber sich zwischen schlechter ein Winkel, dass wenn Jesko den nicht gehalten hätte, dann... Aber jetzt sieht man sehr, dass gerade Jannis Zim und Kaminski das Spiel an sich gerissen haben und versuchen... Und der nächste Unterhänder von Kaminski. Ja, das ist natürlich sehr verlockend, als wenn du ein kleiner Linkshänder bist und du stehst da gegen großen Innenblock und der steht sehr Schröter, passiv. Schröter, gutes Tempospiel von den Schröters. Und da wollen sie jetzt langsam wieder anfangen zu wühlen. Da wollte sich jetzt Brütt entsprechend da reintanken. Ja, genau. Da müssen die jetzt aber natürlich auch aufpassen. Spielunterbrechung. Irgendwas scheint mit Schröter... mit Paul Schröter nicht zu stimmen. Der scheint da ein wenig zu humpeln oder sonstiges. Hat sich anscheinend was getan. Für ihn kommt Linus Dahmke.
Und wir sind bei 39 Minuten und 46 Sekunden. Es steht 24-23 für die HG Hamburg-Barmbek. Und Mönckeberg ist jetzt im Ballbesitz im Angriff und baut wieder ein schnelles Tempospiel auf, was aber fast jetzt schon wieder endet mit einem Fehlpass. Ja, ist natürlich immer sehr unangenehm, wenn man da gegen die Hand rückwärts kreuzt. Also, ja, aber wir machen das Gleiche nochmal und machen das Tor. Asmus kommt nicht ran. Es steht wieder 24-24 und den ersten verworfenen Mittelanwurf von Asmus an die Mittel, an seine Spieler. Beim nächsten Mal gibt es da ein Zeitspiel. Ja, war auch sehr passiv verteidigt. Lieber Chat, wir sind jetzt 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Es sind insgesamt 16 Tore gefallen. Wie empfindet ihr das? Ist das ein schönes Spiel bis jetzt hier? Oh, stark! Stark von Jesko Üsinger. Empfindet ihr das jetzt als eine unterhaltsame zweite Halbzeit oder geht euch das alles ein bisschen zu fix und ihr kommt gar nicht mit? Denn es sind schon viele Tore, die hier fallen. Ja, ich muss sagen, sehr, sehr schwer zu kommentieren, weil das so schnell geht. Ich glaube, die meisten sind uns auch nicht böse, wenn wir jetzt nicht alles haarklein beschreiben, was passiert. Nein, nein. Sondern auch gerade du bringst dir toll eine Expertenmeinung mit. Genau dafür haben wir dich hier hingestellt. Ja, vielen Dank. Ich muss eigentlich fast gar nichts erzählen. Ich kann dich auch eigentlich hier hinstellen und einfach mal, wie findest du das? Und dann habe ich wieder in den nächsten 10 Minuten, was erzählt wird. Soll ich noch mal ein paar Geschichten erzählen, oder? Wenn du welche hast, bitte. Es ist doch immer viel schöner, weil das Spiel sehen die ja auch. Aber ja, es ist ja schön, noch was von dahinter zu bekommen. Ja, aber ich guck mal, wann mir die nächste einfällt. Retzk antwortet natürlich direkt. Ich finde es halt gut, wie viel passiert. Und dann nachher wird es darauf ankommen, wer weniger Fehler macht. Ja. Weniger Fehler und das sehen wir jetzt gerade, da ist bei Mönckeberg zum Beispiel, sind da sehr, sehr viele Fehler jetzt in der... Oh, stark, ja, das, ja. Das ist der nächste 7 Meter. Aber das ist auch eine sehr, sehr gute Achse. Da haben wir es, aber hat er auch gut gemacht. Jannis Tim kommt rum, er sieht so aus, als würde er den Ball nach hinten spielen und drückt ihn dann noch nach vorne durch. Ja. Geschichten mit Finn aus dem Paulanergarten, sagt die Regie. Okay, Retzk ist sich in diesem Fall sicher dort, hätte man eine 2 Minuten geben sollen. Wer steckt denn überhaupt dahinter? Dürfen wir das erfahren? Oder? Du darfst Retzk gerne fragen. Ich werde bei seinem Internet-Pseudonym bleiben, aber wenn er... keine Ahnung, ich würde jetzt gerne dein Instagram sagen, damit er dir privat schreiben kann, aber du meintest ja, da bist du nicht. Doch, ich habe Instagram, aber also, wir brauchen uns, glaube ich, nicht über Schiedsrichterleistung bei Instagram unterhalten. Finn.ering, ihr werdet ihn alle finden. Erik, aber... Erik, Entschuldigung. Und Jannis Tim wieder am 7-Meter-Punkt. Na? Aber das war knapp. Er saß gut, also er saß in der richtigen Ecke. Er ist auch Schiedsrichter. Entsprechend bringt er Expertise mit. Okay, ich bin kein Schiedsrichter, ich habe vielleicht nicht die Expertise und ich war auch nicht immer einfach für die Schiedsrichter, muss ich sagen. Ich spiele jetzt seit knapp 20 Jahren am Stück Handball. Ich bin Torhüter, ich habe auch keine Ahnung. Nein, ich glaube, man hat ein gewisses Grundverständnis, beziehungsweise von außen betrachtet ist es immer leicht, sich da irgendwie eine Meinung zu bilden. Aber wenn man da auf der Platte steht, sowohl als Spieler als auch und als Schiedsrichter. Und der nächste Fehler von Mönckeberg, gut gerettet von unserer Nummer 6. Ja, das hier, jetzt ist natürlich irgendwie Finn wichtig. Lade. Jetzt ist natürlich irgendwie wichtig, dass Morten Damke und Jonas Britt ins Schießen kommen, weil das ist genau das, was sie am besten können. Und wieder Barmbek schnell im Tempo gegen im Konter, aber... Ui, sehr schön geholt. Das war knapp. Der hätte auch genauso gut ins Auge gehen können. Ja, den hat er sich eigentlich selber schon auf die Matte gelegt, aber dann hat er nochmal schön im Nachfassen das da Ding hat er geholt. Wirklich Glück gehabt. Haben wir auch gerade nochmal das Replay gesehen und sind jetzt wieder bei Mönckeberg im Angriff. Und Pech. Pech für unsere Nummer 52, Martin Halul. Das war Pech. Den hat er quasi an den Kopf gekriegt und dann ins Tor. Ja, aber viel Glück bei. Ja. Das war wirklich Pech. Ich meine, der Wurf war völlig in Ordnung. Ja, für Martin Halul war es quasi ein Münzwurf, ob der jetzt gegen den Pfosten geht oder nicht. Und hier noch einmal unsere Werbung für den Fantasy-Handball-Manager. Kennst du von früher den Fußball-Manager? Ich bin auch da vertreten. Ja, du bist auch da vertreten? Ja, wir haben dann mit ein paar Freunden irgendwie, die überall verteilt sind, haben wir einmal angefangen, dieses Spiel zu spielen. Ist fantastisch, oder? Ja, ist ganz witzig. Also ich bin nicht ganz zufrieden mit meinen Jungs da auf der Platte.
Ja gut, aber das ist dann ja für dich als Manager, das ist ja deine Schuld dann, also da kannst du auch einfach besser spielen. Ja, oh, und das nächste Tor von Barmbek, sehr toll rausgespielt, wieder am Kreis. Ja, mich plagen da aber eher die finanziellen Probleme und wenn dann die Punkte nicht kommen. Ja, sehr schönes und Ding. Und einfache Tore für Mönckeberg. Ja, sie bleiben dran, sie lassen Barmbek hier nicht einfach weggaloppieren. Ja, da hat jeder mit der Kreuzung gerechnet und dann ist Morten Damke noch einmal abgebrochen und hat das Ding dann natürlich richtig reingeschossen. Und das ist auch das, was Morten Damke im Prinzip perfektioniert hat, über seine gesamte Jugend auch schon. Also man muss wirklich sagen, der hat das Spiel verstanden, der hat ein sehr feines Händchen, leider auch sehr, sehr viel Verletzungspech gehabt. Also gerade das fing an in seinem zweiten Jahr A-Jugend. Ich glaube, das war das Final Four, Halbfinale gegen Pforzheim oder so, wo er sich ja in der deutschen Meisterschaft dann leider das Kreuzband im Knorpel kaputt gemacht hat. Da hat sich nochmal das Kreuzband gerissen im anderen Knie. Also da hat die Regina eine Frage an dich. Ist Morten das größere Talent als Rune? Oh, das ist eine fiese Frage. Das ist das kann man gar nicht vergleichen. Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Spielertypen. Rune selber hat in der Jugend auch mal im Rückraum gespielt. Auch hat das Spiel auch verstanden, muss man sagen. Die haben das beide von ihrem Vater gelernt bzw. gut adaptiert. Der hatte ja auch das Spiel damals verstanden in den 90ern. Morten ist mehr der Schütze. Morten war in der Jugend sehr körperlich überlegen. Der hatte den Körper, den er jetzt hatte, hat er schon in der C-Jugend. Das hat ihn. Und der nächste, schön, kein Stemmer aus dem Laufen, aber ohne hochzugehen, einfach gerade ins Tor gepinnt. Schöner Stemmer. Also Morten war auch ein unglaublich großes Talent, aber hat so. Und da den nächsten. Ja, schön. Also auch von Linus Dahmke jetzt, dass er die Verantwortung übernimmt, auch wenn er nicht immer Glück gehabt hat. Aber irgendeiner muss es ja machen. Ja. Aber nochmal zu der Frage zurück, das sind zwei ganz unterschiedliche Spielertypen und Morten hätte es sehr, sehr weit gebracht, hätte er nicht diese unglaublich schweren Verletzungen damals gehabt, die ihn wirklich auch in der so entscheidenden Phase in seiner Karriere oder in seiner heranwachsenden Karriere ja, leider erleben müssen. Dann wäre Morten da noch einen richtig, richtig guten Weg nach oben gegangen. So ist er leider immer so ein bisschen... Ja, dem Talent hinterhergelaufen. Was ich dazu jetzt auch mal sage, das ist jetzt nur aus Unterhaltungsgründen. Also würdest du sagen, ist Morten der typische Spieler, der doch Profi geworden wäre, hätte er in der Jugend nicht die Knieverletzung gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also der ja, ist ja auch den Weg über die Jugendnationalmannschaft gegangen und er hat das Spiel halt auch verstanden. Er war nicht nur ein klassischer Shooter, sondern er wusste auch wirklich, die Aktion von Linus Dahmke. Er wusste auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen und damals konnte er auch mal hochspringen, was natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist mit den ganzen Verletzungen. Jetzt auch noch ich glaube, sein Handgelenk ist auch echt kaputt, hatte auch, ja, wie gesagt, in der Sommerpause da nochmal eine Handgelenks-OP. Man sieht das ja immer noch, dass das bandagiert ist. Ist jetzt allerdings auch ein Spieler, der... Ja, und das Linus nächste Dahmke. Tor von Linus Dahmke. Das bei Mönckeberg jetzt viel durch Einzelaktion. Und 2 Minuten für Linus Dahmke. Ah, das ist unklar. Da war er zu dicht drauf. So viele gute Entscheidungen in den letzten Minuten. Da sehen wir es. Das ist. Aber war er außerhalb? Es geht nicht um den Kreis dabei tatsächlich, sondern um Abstand. Okay. Also wenn du an der Mitte stehst, ja, dann musst du ja nicht genau auf dem Mittelpunkt stehen. Okay. Ja. Und dann hast du einen 2-Meter-Radius, um dich rum, der frei sein muss. Und der Kreis ist zufällig tatsächlich auch genau diese 2 Meter. Ja, okay, aber ich dachte, er war außerhalb. Aber naja, gut. Er hatte den Abstand. Aber offensichtlich nicht. Ach. Nee, aber die Thematik mit Morten ist natürlich ist super schade, dass er das nie irgendwie so erleben konnte oder ausleben konnte. Und ja. Aber dann ist er zurück in die Heimat, ist ja auch ein Mönckeberger Jung. Zurück in die Heimat gekehrt und prägt das Spiel jetzt hier ja auch. Oh, sehr schön gespielt. Oh, schön. Innenpfosten von außen. Ja, so präzise, schön, dass der aber auch fast noch gegen den zweiten Pfosten ist. Ja, schön hochgesprungen. Kann man hier sehen. Schön ausgeguckt. Ah, da steht der Schiedsrichter dazwischen. Da kann man gar nicht sehen, wie präzise der war. Aber ärgerlich. Ja. Lass uns mal wieder ein bisschen über das Spiel sprechen. Wir haben jetzt schön einen kleinen Ausflug in Richtung Morten Dahmke gemacht. Mittlerweile steht es 30-28 nach 47 Minuten. In der zweiten Halbzeit sind jetzt in Summe schon 24 Tore gefallen. Nee, 26 Tore. 26 ja. Tore. Ja, jetzt sind wir hier schon fast auf beiden Seiten die 30er oder auf Bambics Seite haben wir die 30er-Marke schon. Was meinst geknackt. Du? Also 60 Tore werden wir definitiv noch knacken in Summe. Die werden wir knacken, ja. Kommen wir auf die 70? Nee, glaube ich nicht.
Weiß ich nicht. Wir haben noch 13 Minuten. Es ist für dieses Spiel, für dieses Tempospiel eine echt lange Zeit. Hm. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden uns... schade. Aber Mönckeberg gerät ein bisschen in Stocken. Also da fehlt gerade ein bisschen Ideenreichtum und Tempo. Ja, das ist natürlich auch durch die Verletzung von Laurenz Jander. Der war natürlich eher so der klassische Mittelmann. Jetzt haben sie eher gerade einen Schützen auf der Mitte. Wie wir sehen, macht er eher das Spiel gerade ein bisschen langsam. Und dann haben wir ja mit Morten auch einen, der gerade nicht vielleicht der schnellste Spieler ist. Und ja, dann laufen die sich halt fest. Also ich würde fast dazu tendieren, dass die da wieder so, das Spiel ist unterbrochen. In die Mitte kriegen. Nun, da soll wohl die 23 von Barmbek, Kaminski, wohl auf irgendwas achten, vielleicht den Abstand, ich weiß es nicht. Zeitspiel für Mönckeberg, Abpraller und von der Nummer 6 Finn Lade reingemacht. Glück gehabt mit dem Abpraller, sie bleiben weiterhin auf einem dran und Barmbek wieder im Angriff. Mit einem guten Tempowechsel, wirklich ein schöner Tempowechsel. Er ist so getan, als würde er was ansagen. Sieht die Lücke und marschiert dann dadurch. Fantastisch. Ja, aber wie oft haben wir das jetzt schon gesehen? 7, 8 Mal, dass da einfach nur ein einfacher Überzieher. Oh, und gesehen. Simples Kreisanspiel. Wie oft haben wir das schon gesehen? Ja, noch nicht so oft, wie wir wirklich sagen müssen, dass jetzt ein Bambeker einfach durch den Mittelblock marschiert ist. Das hat die Mönckeberger gerade wieder ins Spiel gebracht. Das schnelle Abfang vom Ball. Ah, schade, wir haben das Replay verpasst. Aber gut gerade den Ball abgefangen. Und jetzt können sie wieder ausgleichen. Jetzt sind die Mönckeberger wieder da. Ich bin gespannt. Und vollzählig sind sie auch wieder. Linus Dahmke ist wieder im Spiel. Damit können wir jetzt vielleicht auch wieder auf ein bisschen mehr Tempospiel hoffen. Und da kommt auch schon der erste Wechsel. Der zweite Wechsel. Und das leider verworfene Kreisanspiel. Also, vielleicht war da ein Zupfer am Kreis, aber der Pass wäre auch so nicht angekommen. Unser lieber Retz ist auch tatsächlich beeindruckt davon, dass niemand beim Konditionstraining gefehlt hat. Dass da die Ausdauer gut trainiert wurde. Ja. Und... Schade. Aber sie rennen sich dann ein bisschen dann immer aufeinander fest. Also ja. Die Mönckeberger ziehen gerade alle immer auf die gleiche Lücke und bauen sich gegenseitig das dann dicht. Entsprechend jetzt auch das Timeout von Mönckeberg-Schönkirchen. Ja, genau. Und dann hat einfach Morten Dahmke auch wenig Anspielmöglichkeiten. Und da kommt wieder unser Tonmann in Adiletten. Ja, ich vermute, dass sie jetzt auf die Struktur des Angriffs eingehen. Mal schauen, was wir da gleich zu hören bekommen. Was haben wir in der Minute? Ist jetzt dafür da, dass wir jetzt einen konzentrierten Angriff spielen. Das heißt, wir wechseln. Janik kommt jetzt mal Wechsel raus. Nächstes Mal mit Babel einmal tauschen. Was spielen wir? Drei links. Drei links? Okay. Drei links mit Gegeneinläufer. Mit Gegeneinläufer, das ist gut, ja? Hinschieden Gegeneinläufer? Ja. Oder drei links? Ja, mach. Drei links oder nicht? Nein. Normal drei links. Ja. Drei links. Und alles, was geht, haut ihr da rein. Hey, Jungs, das belohnt. Geiles Spiel. In der Deckung, Männer. In der Deckung. 100% alles gegen. Warum läuft denn weg? Da wurde doch noch was erzählt. Ey, ich weiß nicht. Okay, ich glaube, die grundlegenden Dinge wurden besprochen. Ja, so wir haben Spielzug, erwartet. Um diesen Angriff jetzt nochmal auszuspielen. Drei links wurde, glaube ich, angesagt. Mit einem Einläufer gegen, also einen Einläufer gegen die Ballrichtung. Und die Dinger sollen reingehauen werden. Ne? Ja, drei links gab es damals auch schon, als ich hier war, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Bei uns gab es auch damals drei links. Aber ich glaube, man nimmt sich einfach irgendein Spielzug und gibt ihm eine Zahl. Ich glaube, das ist nicht universell. Ja, ja. Und leider aus dem Rückraum verworfen von Linus Dahmke. War keine Chance. Und, noch nicht nur ein bisschen verworfen, leider. Und Janis Tim mit Tempo und Barmbek hier allgemein mit Tempo. Kaminski und Häusler, aber gehalten von Usinger. Nee, von Oliver Tietze. Ach so, oh Gott. Entschuldigung, da gab es jetzt auch den Wechsel, ja. Okay, Tietze steht jetzt nicht nur bei den Siebenern drin, sondern die ganze Zeit. Ja. Und damit kann Mönckeberg wieder ausgleichen. Der Kreis kommt rum zum Kreisel. Und, oh Gott, da hat sich jetzt unser schönes, ja, also wenn du es da rankriegst, eben schnell, wenn du es nicht rankriegst, dann nicht. Wollen wir hier mal aufräumen. Ich glaube, das passt jetzt so. Ja, das zumindest so, dann haben wir zumindest so ein bisschen einigermaßen einen gleichmäßigen Hintergrund.
Oder Chat, sollen wir lieber den rustikalen Hallenhintergrund mit Matte haben? Schreibt's mal rein. 1 für Ja, 2 für Nein. Boah, sehr schön. Gut rein. Da hat Tietze aber auch die Augen zugemacht. Ich kenn's selber mal, macht man's auch automatisch. So, Retz fragt nochmal, was halten wir davon? Wäre unentschieden ein gerechtes Ergebnis oder verdient sich Barmbek hier den knappen Sieg? Also ich fände einen Unentschieden gar nicht so verkehrt. Mönckeberg hat abgeliefert, dass ich denen Punkte gönne. Ja. Ich würde denen auch einen knappen Sieg gönnen, aber genauso setzt halt Barmbek hier gerade nochmal ein Reich. Ja, man muss einfach sagen, Barmbek spielt cleverer. Also Mönckeberg schmeißt wirklich deutlich mehr in die Waagschale. Und eigentlich muss man sagen, hat man das Gefühl, dass Mönckeberg das Spiel mehr nicht kontrolliert, aber geprägt mehr hat. Geprägt hat. Oh ja, Gott, das Minuten. Ist, ja. Mhm. Das sieht doof aus. Ja, das sah richtig, richtig doof aus. Ja. Die kleine Unterbrechung nutzten wir aber auch direkt. Ich glaube, der war selber ein bisschen überfordert und wusste nicht mehr, wohin mit seinem Arm. Das kennt man auch von Marvin Künsten gar nicht. Also, glaube ich, einer. Er will ihm ja auch direkt die Hand geben, ja. Und Kaminski ist dann einfach, ja, da. Marvin Künsten ist einer der fairsten Mitspieler, die ich jemals hatte. So, also. Aber die Unterbrechung nutzen wir auch kurz. Denn, lieber Chat, wir wollen natürlich heute noch einen MVP bestimmen. Deswegen schreibt uns mal Vorschläge rein. Welche Spieler würdet ihr denn für die MVP-Wahl vorschlagen? Zum Beispiel unsere Torhüter Jesko Usinger und Benedikt Boasmus. Oder auch jemanden von den Darmke, aus der Darmke-Familie, von den Schröter-Zwillingen, Jannis Timm, Henry Häusler. Haut mal ein paar Namen rein. Finn, nehmen wir hier mal außer Konkurrenz. Wer? Er ist dann MVC, nicht Most Valuable Player, sondern Most Valuable Commentary. Die Regie hat uns gerade noch was Kleines gesagt. Die Regie spricht von dem Chatter. Ja, ja, ja. Ah, okay. So, Schäfer 7870 sagt Jannis Timm. Schon mal, okay, erste Option für einen MVP, Jannis Timm. Ja, ja, hat das Spiel auf jeden Fall mit Kaminski beruhigt und geprägt. Hat jetzt nicht die Riesen, also hat schon große Akzente oder die richtigen Entscheidungen getroffen, also muss man ja auch sagen. Also für die MVP-Wahl vielleicht dann auch. Also ich finde es schwer zu sagen, Es geht hier nicht rein darum, den besten Spieler zu finden, sondern auch, wer hat dem Publikum mit am meisten gefallen. Es ist jetzt keine richtige Auszeichnung, sondern... Nein, aber am Anfang hätte ich gesagt, das wird einer von den Torhütern, wenn das so weitergegangen ist. Leider ist da so ein bisschen, wie wir das natürlich auch in der Ergebnis sehen. Und dann verteidigen wir hinten mit Meinung aus, okay? Alle soweit fit? Ja? Sehr gut. Also Männer, einmal durchatmen, Tor machen und hinten verteidigen. Schneller Rückzug. Hey, jetzt Charakter gefragt. Und dann holen wir uns das Ding hier. Dann holen wir uns jetzt schweinerisch zu Ende. Hallo. Wir haben nichts verstanden. War schwierig, ja. Nee, aber ich glaube auch, dass es vielleicht Jannis Timm oder Kaminski, der sehr gute Akzente gesetzt hat. Timm hat es besser gesteuert und Kaminski hat besser verwertet. Ich würde sagen, wir brauchen aus jedem, für die MVP-Wahl, die in ein paar Minuten dann anfängt, brauchen wir auf jeden Fall aus jedem Team einen Kandidaten. Ich persönlich würde jetzt für den Chat als Vorschläge in den Ring schmeißen bei Barmbek unseren ersten Torhüter Asmus, Kaminski und Timm. Ja, das waren schon sehr... Da sollte der Chat mal entscheiden, wer von denen in die MVP-Wahl soll. Ihr dürft natürlich gerne auch andere Vorschläge machen. Und bei Mönckeberg würde ich... Ja, ich finde, jeder hatte seine Akzente gesetzt, jeder hatte gute Taten, jeder hatte... Ja, aber es kann nur einer MVP sein. Ja, ja, ich weiß, ich versuche es gerade irgendwie laut zu... Ja, sehr schöner Oil. Sehr schön gemacht. Schöne von Bewegung. Schöne deswegen, da würde ich dann tatsächlich Jesko Usinger in den Ring schmeißen, Linus Darmke und Paul Schröter. Ah, Jonas Butt hat mir auch sehr gut gefallen. Haben wir leider nicht so viel gesehen in der zweiten Halbzeit. Naja, aber... Ja. Lieber Chat, tippt euch doch nochmal bitte ein bisschen die Finger wund. Wir wollen ein bisschen Input von euch haben. Wen wollt ihr zum MVP-Interview haben? Der wird dann auch entsprechend interviewt und da sollt ihr natürlich auch noch was bekommen, was ihr gerne hören möchtet. Oder wen ihr gerne hören möchtet. Ja, ich glaube, jetzt haben auch so die Minuten angebrochen, wo entweder Barmbek nochmal mit 2-3 wegziehen kann oder Mönckeberg noch irgendwie versucht. Mit 3 Tore, 6 Minuten, das ist...
bei dem Spiel, bei dem Tempospiel. Ist nicht viel, aber du darfst so eine Dinge nicht wegwerfen. Also das wundert mich jetzt total. Und da haben wir von Anfang an drüber gesprochen, wenn Mönkeberg den Faden verliert und jetzt so ein Harakiri spielt. Das muss ja nicht sein. So einfaches Kreuz, dann versuchen auf die Außen abzulegen. Wenn die nicht frei sind, stößt man neu an. Also kann ich nicht so richtig nachvollziehen, warum die jetzt so den Faden verlieren, weil wie wir auch gesagt haben, das ist eine relativ erfahrene Truppe jetzt schon in der Oberliga bzw. SH-Liga. Das darf denen dann so nicht passieren und da brauchen sie dann einfach mehr Köpfe. Ja, und okay, Bambik beruhigt das Spiel. Der Chat verweigert hier so ein bisschen uns ein paar Vorschläge zu machen, deswegen würde ich sagen, jeder von uns sucht für eine Mannschaft einen für die MVP-Wahl aus. Ich würde sagen, du kennst die Jungs von Mönckeberg besser, du darfst einen für Mönckeberg aussuchen und ich suche einen für Barmbek aus, für den es dann die MVP-Wahl gibt. Findest du das gut? Also ich darf Mönckeberg aussuchen. Du darfst Mönckeberg aussuchen. Weia. Oh, sehr schön. Von stark gemacht von Tietze. Ja, das war auch wichtig. Mit 4 Toren wären die sonst weg gewesen, die Barmbeker. Oh, außen frei gewesen, hätte man ablegen müssen. Aber jetzt wird alles über die Mitte zentriert, weil es einfach sehr, sehr hektisch geworden ist. Ich bleib dabei, die Mönckeberger rennen zu viel gleichzeitig auf die gleiche Lücke. Ja, es hat gerade jetzt halt geklappt, aber jetzt in dem, ich sag mal, in dem Abschnitt des Spiels geht's um die richtige Entscheidung und nicht um die richtige Geschwindigkeit. So, wer soll deiner Meinung nach in die MVP-Wahl? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schmeiß tatsächlich Jannis Timm bei Mamik in den Ring, denn der hat nicht super auffällig die ganze Zeit gespielt, aber er war immer irgendwie spielmachend dabei. Wenn man ihn gelassen hat, hat er individuell performen können. Er hat die ganzen 7 Meter geschmissen. Eine Verletzung von Yannick Liedtke. Ich glaube, der ist da gerade einmal weggeknickt oder so. Deswegen, ich möchte einmal deinen Vorschlag, dann kann ich dich mit der MVP-Wahl auch in Ruhe lassen. Ja, warte, die kriegst du sofort. Ich möchte das noch einmal sehen. Ja, haben wir leider nicht drauf. Dann kann die Regie nämlich die Wahl einsetzen und dann können die Leute anfangen zu chatten und entsprechend die Abstimmung beginnen lassen. Jeder hat so, muss ich sagen, seine Perioden gehabt, wo Linus Darmke hat sehr überzeugt, aber auch Jonas Britt hat überhaupt erstmal für die Führung gesorgt, die ersten Minuten. Also ich tendiere zwischen Jonas Britt und Linus Darmke. Kannst dich für einen entscheiden. Dann würde ich sagen, nehmen wir Jonas Britt. Alles klar. Dann nehmen wir die 22 Jonas Britt und die 25 Jannis Timm für die MVP-Wahl. Und sobald die Regie entsprechend uns die Abstimmung einspielt, könnt ihr mit 1 und 2 für einen der beiden abstimmen. Und derjenige, der das Ganze gewinnt, der kommt dann zum MVP-Interview. Uiuiui, da war viel Gewusel. Na, ich meine, Bambik hat es nicht eilig. 3,5 Minuten, 3 Tore Vorsprung. Wir müssen den Abschluss nicht suchen. Ja, ich kenne es selber, wenn man auf den letzten Minuten versucht, auf Zeit zu spielen, dann verwirft man. Gut, das war sehr optimistisch über 3 Leute, die, ich glaube, alle größer waren als Jannis Timm. Und da können jetzt Mönckeberg dann schon noch wieder auf 2 verkürzen. Wir haben noch 3 Minuten, das ist noch offen. Ja, vom Verlauf muss man wirklich sagen, dass beide hier die Punkte verdient haben, eigentlich. Mit dem Unentschieden ist eigentlich keiner zufrieden. Das hilft keinem irgendwie so ein bisschen. Mönckeberg muss unten rauskommen. Und Bambek muss ja oben im Prinzip den Anschluss halten. Wenn die wirklich aufsteigen wollen oder ganz oben mitspielen wollen. Ich finde es fast ein bisschen traurig, weil Mönckeberg zeigt hier, sie haben Oberliga-Qualitäten. Die können auf das. Auf jeden Fall, die haben eine sehr, sehr... Also du könntest ja wirklich gegen jeden mit einem Tor verlieren. Wärst eine der krassesten Mannschaften, aber hättest trotzdem nichts gewonnen. Nee, ich muss wirklich gestehen, dass ich viele Mannschaften oder die Kader von den vielen Mannschaften gar nicht kenne. Gerade auch so Flensburg 2, immer Wundertüte, wer geht zu DHK, wer kommt aus der Jugend nach. Bei THW 2 dasselbe, ist es noch eine U23 oder ist das jetzt ein Mix? Ich glaube, Kjell Köpke, auch lange Zweitliga-Erfahrung aus Altenholz, ist bei THW 2 jetzt unterstützender Co-Trainer mit Torge Greve, der ja auch in Schwartau die zweite Liga trainiert hat, lange richtig, richtig guter Fachmann. Ja, genau, also und dann gibt es noch Morten Dippert, auch lange, ich glaube, SG Flensburg und Altenholz, DRK, glaube ich, auch. Und dann gibt es noch Calvert? Ich weiß es nicht, ich bin da komplett Bevin, raus. Bevin Calvert, genau, der ist, glaube ich, schon Mitte 30. Also die haben sich da schon ein paar erfahrene Spieler mit jungen Spielern gemixt, die, glaube ich, so auf eine ganz gute Spur holen sollen. Von daher
ist es keine reine U23 mehr oder kein reines Projekt mehr. Haben wir hier das Zeitspiel von Barmbek. Jetzt muss wieder schnell abgeschlossen werden. Wenn das ungefähr genauso aussieht wie der Wurf von Jannis eben, dann haben wir ganz schnell den Anschlusstreffer. Und blöd, das sieht blöd aus. Das ist ärgerlich. Gibt das die verspätete 2 Minuten noch einmal? Nee, es gibt den 7 Meter. Das wird der Genickbruch sein. Na, mal abwarten. Wenn er den jetzt rausfischt und selbst dann 3 Minuten, kann alles passieren. Aber man muss auch wirklich sagen, Benke, wenn ich das richtig ausspreche, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Also schneller Spieler, gute, sehr, sehr gutes 1 gegen 1 und fügt sich da auch sehr gut in das Spiel ein. Also war mir gar kein Begriff, muss ich sagen, also wo er herkommt, beziehungsweise 2001er Jahrgang, da Sandy Herrn kam, da habe ich glaube ich gar nicht mehr gespielt. Und er sitzt wieder 3 Fuhr, dieselbe Ecke, glaube ich. Und noch einmal Timeout für Mönckeberg. Ja, ist ärgerlich. Also man sagt man nicht, wie heißt das, das Glück ist mit dem Tüchtigen oder so, aber... Nee, Glück ist mit den Dummen. Also selig sind die geistig arm sind. So kenne ich das. Ja, also ich glaube, Mönckeberg hat mehr zum Spiel im Prinzip beigetragen. Vorne entsprechend nochmal. Versuchen jetzt auf jeden Fall Kiel zu spielen und spielen wir Kiel kurz. Ja, Kiel kurz einmal. Und dann Kiel hier, Leines, nur hier auf der Mitte. Euch an, das geht hier aber nicht rüber. Bendix zwischen 1 und 2 hier von der Passgeber. Hier ist ein Risiko. Aber hier rein, denk dran. Wenn wir hier rein, du springst mit rein. Marvin und Nils wechseln. Ja. Ja, ich glaube, da passiert nicht mehr viel Spannendes in der Auszeit. Nee, nochmal das Letzte. Die letzten Körner irgendwie reinzuwerfen. Aber ja, wie gesagt, man muss mit Risiko spielen, möchte aber kein Risiko. Muss man abmachen. Wenn er jetzt drin ist, dann haben die vielleicht noch eine minimale Chance auf so einen Unentschieden. Aber, ja, aber Mönckeberg könnte den MVP bekommen. Es wird gerade relativ knapp in der MVP-Wahl. Wie viele Leute haben abgestimmt? Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber wir sind nur knapp über 50% für Jannis Timm aktuell. Das heißt, wenn jetzt noch ein paar Mönckeberger, die vielleicht auch in der Halle sitzen oder sonst sowas, in den Stream gehen und abstimmen, dann könnte Jonas tatsächlich noch zum MVP gewählt werden und noch seinen kleinen Spotlight bekommen. Aber so eine knappe Abstimmung, das heißt ja, wir waren gar nicht so verkehrt, oder? Zumindest so zwischen den beiden. Ja. Oder zwei ganz falsche. Nein, Quatsch, die haben beide sehr ein gutes Spiel gemacht. Ja, jetzt muss der Weg zum Tor gehen, ansonsten sehe ich da nicht mehr viel Chance. Ja, das ist so knapp, es bedeutet vor allen Dingen auch, da wir ja eigentlich eine deutlich... Schöner Stämmer. Schön, ja, an der Seite vorbei. Dass es so knapp ist, wir haben ja eigentlich eine deutlich größere Barmbek-Population im Chat, weil das ja eher die sind, die von zu Hause aus zuschauen. Ja, stimmt, aber vielleicht sind die ja neutral fair. Genau, und sagen, ey, der Brutt, der war stark. Ich meine, letztendlich, hier gibt es ja nichts zu gewinnen, ne? Sondern man darf Ehre zum Interview kommen. Und die Liebe der Fans. Ja. Nein, ich glaube, da werden alle schon irgendwie sich ihre Meinung gebildet haben und hoffentlich dann irgendwie rational abstimmen können. Nochmal gut festgemacht von Pillmann. Ja, die müssen jetzt irgendwie eine Wurffalle oder so erzeugen, dass Bambik zum Wurf kommt. Ansonsten, oder ein Stürmerfoul. Aber das wird, die eine Minute wird nicht reichen. Weil gleich ist Barmbek wieder, also da muss schon jetzt viel schief gehen. Mit einer offensiven Abwehr muss man schauen, ob man die da irgendwie... Okay. Ja, das Ding ist durch. Das ist also ärgerlich. Würde mich wundern. Aber das darf auch nicht, also den darfst du nicht neben das Tor werfen. Also. So, liebe Regie, ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Wir können gleich die MVP-Wahl dicht machen. Also von daher muss man einfach sagen, Barmbek hat cleverer gespielt. Barmbek hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben dann nachher einfach den kühlen Kopf bewahrt und haben dann auch verdient die 2 Punkte, also nehmen die dann auch mit. Da geht es nochmal ein bisschen härter rein und Jannis nimmt sich dann nochmal die Bude. Ja, da hat er seine Wahl nochmal bestätigt. Hat die 69 damit voll gemacht und damit sind wir fast auf 70 Tore gesamt gekommen. Ich habe gesagt, wir packen die nicht. Ich dafür, dass es dass da eine 69 steht, kann ich damit leben, dass wir die 70 nicht gepackt haben. Ja. Aber ein wirklich schönes Spiel, temporeich, sehr ärgerlich für Mönckeberg, denn bei denen ist Oberliga-Potenzial da und dass die mit 0 Punkten dastehen, empfinde ich als stark ungerechtfertigt tatsächlich. Ja, man muss natürlich auch sagen oder beziehungsweise sich nochmal anschauen, denn wer hatte welche Gegner bisher? Ich bin da nicht hundertprozentig im Bilde, aber ich glaube, das waren auch Gegner wie HSV 2, jetzt Barmbek.
ich weiß nicht, gegen Mönckeberg hat noch, gegen wen, die MTV mit den ganzen ehemaligen Schwartau-Spielern aus der zweiten Liga, gegen die haben die gespielt. Das sind alles Teams, gegen die darfst du verlieren. Also es ist völlig in Ordnung, gerade als Aufsteiger. Die Frage ist letztendlich, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und dass sie einfach weitermachen und versuchen, genau den Stil, den sie heute versucht haben, auf die Platte zu bringen, durchzuziehen. Und dann werden die da auf jeden Fall ihre Punkte holen in Zukunft. Und du hattest ja auch erzählt, es sind alles Mönckeberger Jungs eigentlich, die jetzt schon doch ein paar Jährchen hier sind. Viele. Überwiegend. Ja, ja, sehr, sehr, sehr viele, genau. Sollten sie jetzt dann doch diese Saison wenig Erfolg haben und in die SH-Liga absteigen. Also weißt du noch nicht, oder? Moment. Sie werden nicht zerbrechen da dran. Genau, also ich glaube nicht, dass das eine Truppe ist, bei der wir viele Abgänge haben wegen eines Abstiegs. Nein, das glaube ich auch nicht. Und dass die sich, so wie sie jetzt performen, durch die SH-Liga halt wieder nach oben. Also die haben theoretisch alle Karten vor sich offen und brauchen sich keinen Druck machen. So wie sie jetzt sind, sind sie Oberliga-tauglich, haben halt gerade nur Pech. Und wenn es diese Saison ganz blöd läuft, dann sind sie aber auch ganz schnell wieder hier. Das ist meine Meinung. Nein, man muss immer sehen, so gerade wenn man absteigt, dann muss man auch, dauert das meistens 2-3 Jahre, bis du wieder aufsteigst. Also das ist unglaublich. Glaube ich nicht. Also mit dem, was sie heute abgeliefert haben. Ja, aber du hast doch immer gute Absteiger. Die haben wirklich nur Pech. Ich finde die fantastisch, deine Jungs finde ich fantastisch. Das sind nicht mehr meine Jungs. Ja, doch, du bist doch Mönckeberger. So, und wir kriegen ja auch jetzt endlich unser Mikrofon wieder angereicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach vorne zu unserem kleinen Pult und wechseln jetzt einmal den Standort. Chat, bis gleich. Test, Test. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich hoffe, die Regie ist dabei. Lieber Chat, wir haben Jannis Tim, beziehungsweise ihr habt Jannis Tim zum MVP gewählt. Das bedeutet, den bekommen wir hoffentlich noch zum Interview. Schreibt doch schon mal was in den Chat, ob ich ihn irgendwas Bestimmtes fragen soll. Ansonsten wird es halt sehr generisch und aufs Spiel sein und nicht irgendwelche Wünsche von euch berücksichtigen. Deswegen haut doch noch mal ordentlich in die Tasten, gebt mir da ein bisschen Feedback. Und ich hoffe, der wird mir gleich gebracht, der liebe Junge. Oder möchtest du kurz den Chat unterhalten mit der ein oder anderen Anekdote und ich sammle Jannis Tim ein? Aus der Hose raus ist das natürlich immer sehr schwer, jetzt einfach irgendwas zu erzählen. Okay, nehmen wir das Ganze so. Wer ist talentierter, Mord oder Rune Damke? Nein. Wenn wir uns jetzt das Spiel retrospektiv anschauen, dann wo gibt es den Punkt, dass Mönckeberg die Führung abgegeben hat? Also natürlich ist es in der ersten Halbzeit passiert, aber wo war so der Punkt, dass sich das Spiel zugunsten von Barmbek gedreht hat? Und ich gehe dann in der Zwischenzeit Jannis und du erzählst es denen. Oha, dafür, dass ich das hier noch nie gemacht habe. Jetzt werde ich hier alleine stehen gelassen. Ja, gute Frage. Also ich glaube, die Barmbeker. Ah, okay. Ja, ist er schon da oder was? Ah, okay. Nee, ich glaube einfach, dass die Mönckeberger haben sehr gut angefangen. Haben dann es nachher nicht mehr geschafft, die Abwehr so zu stellen, wie es hätte sein sollen oder wo wir darüber geredet haben, dass das über 60 Minuten der Fall sein muss. Und ja, das hat nachher Barmbek auch so ein bisschen gerochen und wie wir schon darüber geredet haben, die haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben dann nachher so ein bisschen im Laufe der zweiten Halbzeit, trotz dass Mönckeberg gut aus der Kabine gekommen ist, haben die im Laufe der zweiten Halbzeit dann einfach Stück für Stück das Feld so ein bisschen aufgeräumt. Und irgendwann, wo wir gesagt haben, zum 20:21, da haben die erste Führung übernommen und seitdem haben sie die, glaube ich, auch nicht mehr abgegeben, außer mal irgendwie ein, zwei Unentschieden nochmal. Und ich glaube, das ist halt das auch, was denn so ein Spitzenteam halt ausmacht, die Ruhe zu bewahren. Trotz, dass sie ja eigentlich die jüngere Mannschaft haben, aber scheinbar die erfahreneren Spieler dann in so einer Crunch-Time oder so entscheidenden Phasen zu sagen, wir können jetzt dieses Spiel hier in die Hand nehmen und wir können es runterspielen, ohne zu überpesen und uns dem Spieler oder dem anderen Spiel anzupassen. So, und von daher glaube ich, ist das so ein bisschen ab der 45. Minute bis zur 51. Minute so ein bisschen aus den Händen von Mönckeberg geglichen. Und dann hat es Mönckeberg nicht mehr geschafft, diesen Spielfluss zu entwickeln. Haben dann leider auch nicht die Spieler gehabt. Oh, moin. Soll ich kommen, oder? Ja. Mir wurde gesagt, ich darf kommen. Ja, genau. Also wie gesagt, ich glaube, das ist in der 45. bis 50. Minute entschieden worden, dass da so ein bisschen das Spiel zugunsten von Barmbek ausgegangen ist.
beziehungsweise dass die da so ein bisschen den kühlen Kopf bewahrt haben. Mönckeberg langsam angefangen hat, so technische Fehler zu machen. Die ein, zwei leichte Bälle weggeworfen. Es war nicht mehr so dieses dominante Torwartspiel, wie wir es in der ersten Halbzeit hatten. Und dann wurde halt Mönckeberg ein bisschen hektischer auch. Die letzten 10 Minuten, dann kamen noch mehr Fehler dazu. Und ja, Bambik hat das Spiel immer weiter beruhigt und versucht so ein bisschen, ja, diese ganze Geschwindigkeit herauszunehmen. Danke dir, Finn. Wir haben hier jetzt noch einmal zum Interview den Trainer von der HSG Mönckeberg-Schönenkirchen. Danke, dass du hier bist, auch wenn das Ergebnis jetzt wahrscheinlich nicht so zufriedenstellend ist, wie man es gerne gehabt hätte. Im Vorfeld haben wir ja noch kurz miteinander geschrieben gehabt und tatsächlich, das finde ich, hat man im Spiel auch gesehen, die Spieler waren bei sich, die waren nicht mit dem Kopf beim Gegner. Was hättest du dir jetzt zum Ende anders gewünscht, dass man da vielleicht die Punkte hätte mit nach Hause nehmen können? Ja, anders gewünscht. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht 2, 3 technische Fehler tatsächlich weniger machen. Ich glaube, das war am Ende der Ausschlag. Bamberg ist halt clever. Die haben eine gewisse Ruhe dann in den Aktionen zum Ende hin. Haben dann genau die 2 Tore Vorsprung, die sie dann vielleicht brauchen, um ihr breites Spiel zu machen. Spielen viel über den Kreis. Das haben wir dann nicht mehr optimal verteidigt bekommen. Was uns aber trotzdem über das Spiel eigentlich generell ganz gut geglückt ist. Ich glaube, wir haben eine gute Defensivleistung heute gezeigt, trotz 36 Gegentore. Vorne machen wir dann halt ein paar Fehler zu viele. Das ist ja gegen so einen Gegner, der so clever spielt, dann zu viel. Da müssen wir noch lernen, dass wir da in solchen Situationen, genau wie sie es gemacht haben, auf den Punkt spielen. Dieses auf den Punkt spielen ist uns dann eben nicht gelungen. Wir machen 2, 3 unnötige Abspielfehler, auch 1, 2 Kreisanspiele, die nicht gut vorbereitet sind. Also Kreisanspiele sind ja generell okay. Wir haben auch ein paar gute gemacht, aber wir müssen sie halt besser vorbereiten. Kreisaber muss die Zeit haben, eine Sperre zu stellen und wir spielen es zu schnell. Dann kassieren wir Anfang zweiter Halbzeit zu viele Tore von dem Häusler aus der zweiten Welle und schnelle Mitte. Das hatten wir eigentlich vorgenommen, besser zu verteidigen. Da stehen wir zu weit weg von ihm und er macht zu viel 1 gegen 1, zu viele einfache 1 gegen 1 Tore. Das haben wir vielleicht nicht optimal gemacht. In der Tat haben wir ein bisschen nachgelassen in der Torhüterleistung zweiter Halbzeit, wobei ich mit Jesko sehr zufrieden war. Der hat wirklich über 40 Minuten zumindest ein echt gutes Spiel gemacht. Ja, und das sind dann die paar Prozent. Ne? Dafür ist Bamberg dann eben auch eine Spitzenmannschaft. Ich hätte mir gewünscht, dass wir so eine Leistung in den Spielen davor gehabt hätten. Dann wären vielleicht schon ein paar Punkte auf dem Konto. Aber da wollen wir weiter arbeiten. Also Jaren Pillmann tut es natürlich unfassbar gut in der Deckung. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, wieder besser zu trainieren. Ich hoffe, dass Paul jetzt nicht so schwer verletzt ist wieder, der offensichtlich wieder eine muskuläre Problematik hat. Ja, müssen wir sehen. Aber das sind so die Punkte, denke ich. Dankeschön. Also als einmal für den Chat, ihr habt gerade eine wirklich umfangreiche Einschätzung rund um das Spiel von Bamberg bekommen. Auch mit schon fast tiefergehender Analyse. Wir sind uns definitiv einig gewesen. Wir haben das uns sehr gerne angeschaut. Deine Jungs haben sehr schön Handball gespielt. Einen sehr schnellen Handball und das auch über eine sehr lange Zeit. Also ich kenne Truppen, die höherklassig spielen, wo man nicht dieses Tempo über 60 Minuten sieht. Da wirklich Hut ab, Hochachtung ans Konditionstraining. Wenn wir uns jetzt die kommenden Spiele anschauen, du hast gerade gesagt, diese Leistung hättest du über den Spielen davor gewünscht. Gegen Bamberg muss diese nicht reichen, gegen die anderen hätte sie reichen können, vielleicht auch müssen, wenn es diese Leistung wäre. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, glaubst du, dass ihr bis jetzt eher schwerere Gegner hattet und jetzt nach hinten raus noch ordentlich Punkte sammeln könnt? Ja, tatsächlich, das glaube ich. Also ich glaube, wir haben, wenn man sich das anguckt, das Tableau, wir haben gegen HSV gespielt, die unfassbar gut waren hier. Und wir auch da über 50 Minuten mitgehalten haben. Wir haben gegen Hürup gespielt, das seit Jahren eine Spitzenmannschaft ist. Wir haben gegen AMTV gespielt, die generell eine gute Rolle spielen im Moment. Wir haben gegen Schülp das schlechteste Spiel gehabt. Ja, da heute so eine Leistung und wir hätten, glaube ich, da durchaus mehr Möglichkeiten gehabt. Ich glaube schon, dass wir, ja, wir sind 2, vielleicht 3 Punkte hinter Soll. Und wir werden die Mannschaften auf Augenhöhe, die werden wir noch bekommen. Das ist vom Spielplan ein bisschen schwierig bei uns. Was unheimlich schwierig ist für eine Mannschaft, ist, dass wir im Kopf klar bleiben. Dass wir trotz 0-12, die wir jetzt haben, immer wissen, okay, da waren sicherlich 2, 3 Punkte drin. Aber es waren eben auch Mannschaften dabei, die selbst bei 100% bei uns wahrscheinlich über uns in der Tabelle stehen würden am Ende. So, und das muss man realistisch einschätzen. Aber deswegen war es wichtig, dass wir bei uns geblieben sind. Und das haben die Jungs heute wirklich toll gemacht. Wir sind bei uns geblieben. Jeder Einzelne hat versucht, seinen Input in die Truppe reinzugeben. Und das ist das, was wir weitermachen müssen. Und wenn wir das tun, werden wir auch Punkte machen. Und die Saison ist noch lang. Wir haben noch viele Spiele. Und wir haben die Spiele, die wir spielen müssen, die wir gewinnen müssen, die haben wir noch. Dankeschön. Ich möchte auch sagen, 33 Tore zu werfen ist eine Hausnummer. Als ich noch Oberliga gespielt habe, ganz kurz, da hieß es immer, wir wollen unter 25 Gegentoren bleiben.
Und also im Angriff braucht ihr euch nicht verstecken. Ich habe mir auch im Vorfeld die ganzen Ergebnisse angeschaut. Es war nie sehr eindeutig, es war immer knapp. Es war immer ein Ergebnis, wo man sagt, ja okay, da haben in den letzten 2 Minuten dann die Körner gefehlt. Aber nie, dass man jemals richtig abgeschossen wurde. Deswegen, ich hoffe, dass ihr noch genug Punkte holt, dass ihr definitiv in der Oberliga bleiben könnt. Und dass wir dann in der nächsten Saison einen schöneren Start haben, mit etwas mehr Glück, vielleicht mit angenehmeren Gegnern, dass man auch mit dann in die späteren Spiele mit breiter und stolzer geschwellter Brust gehen kann. Das würde ich euch wirklich wünschen. Ihr habt eine tolle Truppe da, das macht Spaß, euch zuzuschauen. Und da würde ich dann mich auch mehr freuen. Super. Danke dir. Ja, vielen Dank, das ist genau unser Plan. Ne? Also wichtig ist bei uns bleiben, jetzt weitermachen, im Training gut arbeiten und auf die nächsten Punkte denken. Nächstes Wochenende gegen DHK wird ähnlich schwer wie heute, aber da wollen wir wieder alles reinhauen und dann muss DHK eben auch wie heute Barmbek einen guten Tag haben und uns dann schlagen. So ist das. Dankeschön, aber auch da, der Trainer von Barmbek hat im Vorfeld gesagt, jede Mannschaft kann jeden schlagen, also könnt ihr auch DHK nächste Woche schlagen. Wir drücken euch die Daumen. So, Finn, da hatten wir dann schon mal den Trainer von Mönckeberg-Schönkirchen, Thomas Carstensen. Jetzt warten wir noch auf Jannis Timm. Was meinst du, wie wird der Spieler, nicht der Trainer, die ganze Situation einschätzen, das ganze Spiel? Wie wird da drauf geguckt, wenn man selber auf der Platte stand? Ja, gute Frage. Also du hast natürlich irgendwie jetzt die Perspektive aus Mönckeberg gehört, beziehungsweise das, was wir so beobachtet haben. Als Spieler kriegst du viele Dinge ja auch ganz anders mit. So, du bist da, konzentrierst dich aufs Spiel, konzentrierst dich manchmal auch gar nicht so richtig auf den Zwischenstand, sondern du konzentrierst dich einfach darauf, dass du versuchst, irgendwie in deinem Konzept zu bleiben. Und ich denke mal, dass Jannis Timm das genauso sehen wird, dass die halt ihr Konzept versucht haben, weiter zu verfolgen, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen, was da gerade auf der Tafel steht, sondern ja, im Prinzip einfach das, was die sich vorgenommen haben, dann am Ende des Tages auch irgendwie runterspielen zu können. Und ich glaube, das ist denen auch ganz gut geglückt. Ich weiß nicht, ob jetzt Kaminski hier auftauchen soll oder Jannis Timm, ich weiß es nicht. Er wirkt so fordernd. Dann haben wir jetzt Kaminski hier im Interview. Moin Männer. Moin. Der Chat hat Jannis Timm zum MVP gewählt. Wir haben jetzt dich hier, ich will mich nicht beschweren. Nein, alles gut. Wir führen das auch gerne mit dir. Hat es einen speziellen Grund oder hat Jannis einfach gesagt, nee, kein Bock? Ich glaube, Jannis ist tatsächlich schon duschen gegangen. Ach so, tatsächlich. Er brauchte eine Abkühlung, deswegen glaube ich, wurde ich dann vorgeschickt. Ja, aber dann, das finde ich fantastisch. Dann haben wir dich hier. Du hast auch ein Top-Spiel abgeliefert. Wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert. Wir haben jetzt die Trainermeinung vor dem Spiel und nach dem Spiel gehabt. Jetzt ist auch schön, mal einen Spieler zu hören. Wie war das für dich, gegen die Jungs von Mönckeberg zu spielen? Die waren ja schon sehr schnell und sehr dynamisch unterwegs. Was war da so die größte Schwierigkeit für Barmbek und wo müsstet ihr euch dann am Ende zurückkämpfen? Die größte Schwierigkeit war ganz klar am Anfang, vor allen Dingen unsere Abschlussquote vorne halt. Wir lassen sehr viel liegen, was wir auch die letzten beiden Spiele schon getan haben, wo wir gegen Flensburg verlieren und unentschieden gegen HSV Hamburg 2 spielen. Und sonst muss man auch klar sagen, ist der Matchplan, den wir hatten gegen Mönckeberg, die ersten 40 Minuten nicht aufgegangen. Und wir haben am Ende über Kampf dann tatsächlich nur die 2 Punkte geholt und die haben ein super Spiel abgeliefert. Mit der Leistung, glaube ich, werden die eine oder andere Mannschaft hier auch noch schlagen werden. Dankeschön. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was zu der eigenen Meinung zu Mönckeberg gehört. Wie siehst du dein Team? Du hast gerade gesagt, die Abschlussquote hat am Anfang nicht gestimmt, der Matchplan ist nicht aufgegangen. Wie konnte das sein, dass ihr als doch gestandene Oberligatruppe dort solche Probleme hattet? Ja, ich glaube, wir hatten hier so eine kleine englische Woche. Wir haben Freitag in DHK gespielt, Dienstag am Feiertag gegen HSV Hamburg 2 und jetzt Samstag wieder, sage ich mal, hier in Mönckeberg. Man muss dazu sagen, bei uns arbeiten halt alle, das heißt, wir sind dieses englische Woche nicht gewohnt. Das hat man ein bisschen gemerkt an den Kräften auch tatsächlich. Aber ansonsten muss man auch einfach sagen, dass wir für uns die Saison ein bisschen an der Trefferquote arbeiten müssen. Die war letzte Saison überragend, wo wir auch um die Meisterschaft mitgespielt haben. Und jetzt heißt es für uns weiter Mund abwischen, 2 Punkte hier geholt und weiter oben angreifen. Da möchte ich dann aber auch sagen, Hut ab, dass ihr trotz der fehlenden Körner hier noch die 2 Punkte mit nach Hause nehmen konntet, dass ihr 36 Tore geworfen habt und dass wir aber auch in Summe in diesem Spiel auf 69 Tore gekommen sind. Aber ich war mir sicher, wir schaffen die 70. Dann hast du mich ein bisschen enttäuscht. Du hättest da 1 oder 2 Buden mehr machen können. Dann hätte ich die Wette gegen Finn hier gewonnen. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, unter 70. Und wenn du jetzt auf die kommenden Spiele schaust, ihr steht solide im Mittelfeld. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr einen Platz gut gemacht habt mit diesem Sieg. Das müsste ich mir einmal anschauen.
was könnte diese Saison noch zu holen sein? Kommt ihr noch in die Top 3 rein mit der Leistung? Also es ist unser Ziel, dass wir in die Top 3 reinkommen in der Saison, das ist ganz klar. Man muss auch sagen, wir hatten ein sehr, sehr hartes Auftaktprogramm. Wir haben die ersten 5 Plätze, haben wir gleich am Anfang gegen die alle gespielt. Jetzt kommen für uns halt erstmal Punkte sammeln und dann würde ich sagen, zu Weihnachten gucken wir, wo wir stehen. Aber für uns auch klar, wir wollen zu den Top 3 gehören in der Oberliga Hamburg, Schleswig-Holstein. Und daran werden wir Woche für Woche arbeiten. Super, Dankeschön. Möchtest du jemanden grüßen? Ich grüße die Barmbek-Fans, die vielleicht fleißig beim Livestream zugeguckt haben. Danke für den Support und grüße natürlich mein Team in der Kabine. Wir werden die 2 Punkte ordentlich feiern. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Interview. Finn, hast du noch was, was du fragen möchtest? Oder? Ich bin glücklich. Finn ist glücklich. Ich hoffe, du bist auch glücklich. Danke euch beiden. Und dann eine gute Dusche, ein kaltes Bier, eine gute Heimfahrt. So. Wir haben dann jetzt unsere Interviews geführt. Wir haben den Chat ein bisschen unterhalten, nochmal ein paar Einblicke gewährt. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, mir fällt jetzt auch nicht mehr viel ein. Ich hoffe, die Regie sagt gleich, dass wir es gut sein lassen können. Wenn wir jetzt aber noch ein bisschen Zeit totschlagen wollen, dann brauche ich Hilfe von dir, Finn. Finn, wo können wir noch drüber reden? Wir haben eigentlich, glaube ich, schon alles, was das Spiel betrifft, abgefrühstückt. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das wird jetzt die Zeit zeigen, wie das so ein bisschen weitergeht. Und beide Mannschaften, also wenn Barmbek so spielt wie heute, wird es sehr, sehr schwer, gerade gegen die großen Teams zu bestehen, in den Spitzenteams, weil da wird es dann doch noch mal ein bisschen physischer. Ich glaube, Mönckeberg muss einfach genau das Konzept irgendwie weiter verfolgen, dann werden die ihre Punkte sammeln. Barmbek nichtsdestotrotz, richtig gute Truppe, richtig erfahrene Leute dabei und ein guter Mix aus Jung und Alt. Also die werden auf jeden Fall oben mitspielen. Ich kann halt gerade keine Meinung dazu abgeben, wer jetzt gerade bei DRK spielt, wer gerade bei THW 2 noch ganz tief im Kader steht. Aber ich glaube, dass Barmbek da noch ein bisschen halt, die können in den Spitzenspielen, glaube ich, nicht die ersten 40 Minuten verschlafen oder nicht an ihrem Konzept festhalten und dann versuchen, das über Ruhe zu steuern. Aber ansonsten haben die eine richtig gute Truppe da zusammen, wo ich glaube auf jeden Fall, dass wir Barmbek unter den ersten Top 3 sehen. Danke dir. Das dann als Schlusswort und ich möchte mich dann bei allen, die zugeschaut haben, bedanken, dass ihr dabei wart, dass ihr mit uns gechattet habt und dass ihr mit uns zusammen Mönckeberg Schönkirchen gegen Hamburg-Barmbek geschaut habt und möchte euch dann noch einen schönen Abend wünschen und einen angenehmen Samstag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.